Ja, liebe Trader, es ist Montag, der 31.01.2022. Mein Name ist Dirk Legano. Ich begrüße euch heute zum üblichen Montagsmeeting. Ich habe einige Themen vorbereitet. Ich jetzt natürlich, ja, vielleicht machen auch einige andere noch ein paar interessante Fragen oder Themen, bevor wir starten. Kurz eingeblendet. Also, ich zeichne das wieder auf hier, das Montagsmeeting. Stell das bei mir auch zum späteren Gucken. Bei mir auf dem YouTube-Channel. Hier nochmal der Haftungsausschlussdisclaimer. Wir haben ja eh, glaube ich, denke ich mir heute keine konkreten Trades, aber nur so zur Sicherheit. Alles, was wir hier zeigen und was ihr auch von euch gibt, ne, das gehört dazu. Das sind kleine, ja, Handlungsanweisungen, um irgendwelche Trades einzugehen. Und wenn ja, dann auf Eigenverantwortung. Das nur so zur Sicherheit. Ja, Börse hat sich ja wieder so leicht beruhigt, ne? Also das jetzt hier, was habe ich denn hier auf dem Stundenchart? Was kann das sein? Daily, jetzt mal vergrößern, natürlich die Situation. Ja, eine technische Erholung, ne? Geht jetzt so Richtung 4,5. Ne? Das ist die aktuelle Situation. Wir hatten ja eine aufregende Vorwoche, die doch, ja, wie wir das sehen, ne, extreme Kerzen hin und her. Ne? Also das war schon extreme Volatilitäten. Ne, ob das jetzt bei einer technischen Erholung bleibt, ne, können wir ja vielleicht als erstes mal diskutieren, eure Meinung dazu, oder ob wir da nochmal, ne, den Anfang vom Ende erleben, ne, sozusagen hier so eine Art Salami-Crash, wird ja auch in einigen, ja, Vorträgen oder sagen wir mal Videobeiträgen immer wieder darauf hingewiesen, irgendwie so auf die Bewegung 2001, 2, ne, da hatten wir ja auch immer wieder sozusagen diese Bärenmarkt-Rallyes, ne? Und die Frage, ist das jetzt ein Bärenmarkt-Rallye oder nicht? Ja? Gut, wir müssen nicht prognostizieren. Wir können das ja da entsprechend absichern, abhatchen oder entsprechend dann auch sehen, dass wir da eben nicht zu nackt da unterwegs sind. Aber das jetzt zur allgemeinen Situation. Ihr könnt euch natürlich gerne mit Fragen, Anregungen beteiligen. Ich habe ja auch ja, Marktmodelle wollte ich heute ein paar neue Sachen zeigen. Klaus Peter, weiß ich gar nicht, ob er schon dabei ist. Klaus Peter, ne, da wollte er Ja, vielleicht mal heute seine Excel darstellen, die er bin ich wieder rumgeschickt hatte, da. das mal erläutern. Das war ja noch so eine Anregung von einigen. Ich weiß gar nicht, hatte ich jetzt schon gefragt, ne, kurze Rückmeldung im Chat, ob Ton und Bild in Ordnung ist. Nur zur Sicherheit vielleicht einmal kurz posten. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie eine Aufzeichnung rede und wird nichts übertragen. Kurz mal im Chat reinposten, ob Bild und Ton soweit in Ordnung ist. Ja, alles gut. Okay, nur so zur Sicherheit. Oder erlebt man ja bei Zoom so einiges häufig, dass da irgendwie, ja, mit irgendwelchen anderen Softwareprodukten, dass sich so ein bisschen behakt. Aber anyway. Interessant war, was ich nochmal zeigen wollte, bezüglich Marktmodelle, wie die denn diese allgemeinen Marktmodelle reagiert haben. Jetzt im Januar, also wir hatten am 6.1. schalten diese 10 Marktmodelle, die ich benutzte, auf Rot. Dann gab es eine kleine Gegenbewegung, ich zeige das gleich mal im Chart, also so 2 Tage. Und seitdem sind wir hier im roten Bereich. Also wenn man sich das hier mal anguckt, dann größere das mal. Also, das mal zu. Also das war ganz gut. Also irgendwie so in diesem Bereich am 6. Bei dieser Kerze hat man dann sozusagen das erste Warnsignal. Dann gab es, ich zeige das vielleicht mal wieder, also hier gab es sozusagen das erste Warnmeldung, ne, in der Summe. Dann gab es hier eine kurze Gegenbewegung, da sprang das wieder auf grün und danach war es dann eigentlich die ganze, nicht eigentlich, sondern die ganze Zeit ist es im roten Bereich und es hält sich ein bisschen auf, aber ich denke mir, es ist weiterhin definitiv negativ und es wird eine Zeit lang dauern, bevor diese Marktmodelle wieder hier grünes Licht geben. Ne? Also auch die können uns nicht die Arbeit abnehmen, zu entscheiden, wo befinden wir uns, müssen wir ja auch nicht wissen. Aber das finde ich, ja, hat wieder gut funktioniert, hat das deutlich angezeigt. Mehr als das soll es ja auch nicht machen. Es soll ja irgendwie Warnsignale geben. Ne? Also gerade die Marktbreite hat schon sehr früh Signale gegeben. Oder auch so ein internationaler Aktienklimaindikator, ne? Weil international laufen eben auch viele Börsen, wie wir wissen, extrem schlecht. Ne? Und wir haben allerdings, das muss man dazu sagen, gerade auch in China. Wenn wir, sagen wir mal, den FXI nehmen, das ist das ETF für die Aktien, die in chinesischen Aktien, die in Hongkong gelistet sind,
Und ja, so, ja, muss man so ein bisschen reininterpretieren. Ne? Das geht so. Ne? Vielleicht tut sich da mal so die nächste Zeit wieder was. Aber es ist natürlich auch eine sehr politische Börse. Und ja, gut, jetzt kommen jetzt erstmal, glaube ich, Winterspiele. Da wird es ein bisschen ruhiger. Und wenn danach irgendwie China auf die Idee kommt, dann Taiwan sich eins zu verleiben. Ne? Und Putin dann, die Ukraine, ne? Dann werden wir noch viel Spaß erleben vielleicht. Wollen wir nicht hoffen, dass es so kommt, aber das ist natürlich auch immer Gefahren, die ich so sehe. Alles mitdenkt. Okay. Also Marktmodelle, das hat gut funktioniert. Und was ich neu gemacht habe, ist, das hatte ich ja euch beim letzten Mal schon gezeigt, dass ich diesen Baltic 3 Index mit reingenommen habe. Und der Jens, der hat mir jetzt auch längere Historien geschickt, so dass man sich das auch mal für zwei, also den Baltic 3 Index, habe ich Daten bekommen jetzt ab 2003. Und so können wir uns zumindest den Drawdown 2008 angucken. Jemand anderes hatte mir dann auch noch Daten gezeigt, vor 2003. Aber die müsste ich mir selber auch dann noch mal irgendwann ziehen. Ich werde das hier mal mit Wellstep kurz mal ausführen. Das geht aber relativ schnell, hatte das jetzt noch nicht gestartet. Damit wir mal sehen, wie dieses Marktmodell, dieses Wohlerstockmodell, das ist jetzt also eins von diesen 10 2008 funktioniert hatte. Das war letztes Mal noch nicht drin. Machen wir das mal kurz. Und zwei vielleicht, mal sehen hier. Lassen wir das mal kurz berechnen. Also nur so zur Anzeige. Wir hatten uns ja beim letzten Mal angeguckt, wie das jetzt funktioniert hatte und wie hatte das im Corona-Crash angezeigt. Und ich gehe jetzt hier gleich mal auf das Jahr 2008. Ja, was ist jetzt? 13, hier 2008. Also auch hier relativ gut angezeigt. Ne? Also die Werte, die unter diesen Kerzen stehen, sind, warte mal, wir machen es vielleicht besser sogar auf Monatsbasis oder Wochenbasis. Schalte hier mal rüber. Sowieso besser. Das ist ja eh ein Wochenbasismodell. Das war alles Quatsch hier. Ja, das ist hier ein Montagstreffen. Hat jemand da irgendwas nicht bekommen? Ich muss da mal kurz reingucken. Nicht, dass jemand würde heute gerne teilnehmen. Ich schicke dir mal kurz den Link. Dann möchte noch jemand teilnehmen. Das fällt ihm jetzt ein. Das finde ich ja auch klasse irgendwo. Aber wir werden ja nicht so sein und das trotzdem dahin schicken. Mal sehen, ob ich die Links. So. Dann noch rechtzeitig dran teilnehmen. Jetzt mal reinpusten. Wenn jemand nicht so viel Zeit hat. So, sehr. Jemand dazukommen. Okay, also 2008. Da haben wir diese 2008er Krise. Und wenn man sich das mal hier anguckt, alles unter 5 ist dann negativ. Also hier sprang es dann auf die 3. Was ist das jetzt hier? 7.1.2008 und war dann die ganze Zeit deutlich negativ. Ne? Also sozusagen, dass dieses Wohlerstockmodell hier gut angeschlagen hat, einschließlich hier dieses Baltic 3 Index, ne, der relativ früh das auch schon ja, antizipiert hat, diese Bewegung. Auch da hat es eben jetzt mit diesen aktuellen Daten gut funktioniert. Das wollte ich euch heute noch mal kurz nachreichen. Funktioniert also super. Ich bin auch dabei, bin gerade hier am Programmieren mit Java, das auch dann in den LoRo-Scanner mit einzubauen. Das ist jetzt allerdings noch nicht fertig, aber doch, dass der Scan funktioniert. Ich führe das jetzt hier mal aus. Also das ist jetzt noch nicht auf dem Markt. Und ich habe jetzt hier einen Button, also für LoRo-Wohler-Stockmodell. Führe das jetzt mal aus. Oder mal berechnen. Es geht ja hier diese einzelnen ETFs durch und gibt uns jetzt aktuell, berechnet er das. Ne? Wir haben Total 2 sind Long. Ne? Und das ist, was ist Long überhaupt? Der Dow Jones hier eine 1 und der SPY hier mit einer 1. Also ich baue da dieses Marktmodell, also eins von diesen 10 hier mit ein und ich werde auch dieses internationale Klima oder Stock Index oder Climate Indikator auch mit einbauen, so dass man dann halt über dieses Programm dann sich das einfach direkt ausführen lässt und sich anzeigen lässt. Also hier haben wir auch eben drin Baltic 3 Index, Dow Jones, Emerging Market, Japan, China, Lateinamerika, Russell, Nasdaq
der Spider und die Anleihen. Die Anleihen sind dann invers zu betrachten und ja, zeigt uns hier aktuell negative, ja, deutlich negativ mit 2 nur noch. Das müsste sein. Also, würde eine Zeit lang dauern, bis sich das hier verbessert. Ne? Also ich baue das hier auch in den Loris-Scanner mit ein. Das dazu, machen wir das mal wieder aus. Ja, aber wir wahrscheinlich auch keiner sehen im Moment. Okay, das zu den Marktmodellen am Nachreichen. Dann Klaus-Peter habe ich schon gesehen. Jetzt überlege ich, ja, dann gebe ich einfach mal an dich. Jetzt muss ich mal überlegen, wie läuft das eigentlich immer, wenn ich jetzt Klaus-Peter freigebe, muss ich das aufheben und eine Stunde anfordern. Ja, wir brauchen ja eigentlich nur ein bisschen mal größer machen. Kann ich nicht unten einfach Bildschirm freigeben? Da müsstet ihr meinen Bildschirm sehen, oder? Ja, genau, ne? Da probier es einfach mal. Ne? Sonst müsste Warte ich mal. hier. Der Ros hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Okay, dann mache ich das mal mehr. Mal sehen, was sehe ich denn da? Wie kann ich denn das machen? Videostart beantragen, PIN, Host erstellen. Das Host erstellen. Ist ja, sollte ja eigentlich gehen. Warte mal, ich Warte muss. mal, ich versuche das nochmal. Ja, probier nochmal. Warte mal. Nee, kommt immer noch. Welche Meldung bekommst du? Sag nochmal. Ich bekomme dieses Pop-up-Fenster. Der Host hat die Freigabe des Teilnehmerbildschirms deaktiviert. Ja, okay, dann machen wir mal Host erstellen. Möchten Sie den Host auf? Ja, genau. Dann musst du das nachher dann wieder auf mich rüberschieben. Ne? Also ich mache jetzt Muss mir mal dann nur ja. sagen, wie ich das mache, ne? Nee, das sollte jetzt eigentlich automatisch kommen. Probier mal, ob das jetzt geht. Jetzt eine Bildschirmübertragung. Probier mal. Dies wird das Screensharing anderer verhindern. Möchten Sie fortfahren? Nee, nicht behindern, sondern fortfahren. Ja, wahrscheinlich, dass kein anderer mehr den Bildschirm teilen kann, oder? Genau, ja, ist immer nur einer zu sehen. Warte, ich mache das mal. Jetzt müsste ja irgendwann dein Jetzt müsste ja Bildschirm zu sehen. irgendeiner. Seht ihr Du bist was? jetzt aber Host und du müsstest jetzt eigentlich dein Bildschirm freigeben können. Warte mal. Und dann neue Freigabe. Also Warte mal, du hast jetzt freigeben. eigentlich, So, ach jetzt seht ihr die genau, jetzt. Excel, oder? Jetzt tut sich da irgendwie was und jetzt müsstest du, ja genau, jetzt sehen wir die Excel, super, ne? Also alles Okay. klar, dann kannst du loslegen und nachher wissen wir auch, wie wir das wieder Ja, da überschreiben. kam ja die Frage in der einen oder anderen Skype-Gruppe, was ich da gemacht habe, beziehungsweise so ein paar Erläuterungen dazu. Warum habe ich das gemacht? Auslöser war eigentlich, wo ich mich ein bisschen drauf aufgeregt habe, das Buchlein von dem Erik Ludwig. Und dann bin ich einfach mal hingegangen und habe hier seit dem 6. Januar, habe ich jetzt noch nicht aktualisiert, in der vergangenen Woche, glaube am 25., 26. habe ich Schluss gemacht. Und habe, weil ich ja selber irgendwie ja, Excel verliebt bin und Excel liebe und habe dann anhand deines alten, beziehungsweise was heißt deines alten, also der RSI 2 Vorgehensweise nach Connors mir mal angeschaut. In meinem kleinen Universum, ich habe so ein Universum von, keine Ahnung, 40 Werten, die seht ihr ja hier. Kollege von uns pflegt das ja in der Short-Put-Gruppe. Da habe ich wirklich, sage ich mal, gute Top-Werte genommen, also absolute Qualitätswerte, was hatten wir in dem vorletzten Meeting auch mal besprochen, dass die Vorauswahl da stimmen muss. Ich denke, hierüber braucht man nicht zu reden, die stimmt also. So, und dann habe ich einfach mal, hier seht ihr die Price ist praktisch der Schlusskurs. Hier haben wir dann die entsprechende Wertentwicklung. Ist, glaube ich, selbsterklärend, also vom 13. auf den 14., 15. und so weiter und so fort. Und hier hinter dem Balken, da habt ihr dann den dazugehörigen RSI-Wert.
Und zwar rot hinterlegt, also diesem hellrot hinterlegt, habe ich ganz einfach immer die Werte unter 10. Na, ihr seht hier also 12.01. Hatte AMT einen RSI-Wert von 5,11 und der zugehörige Schlusskurs am 12., den kann man dann hier ganz gut ablesen, waren 259,42. So, dann sagt ja dieses kleine Systemchen beziehungsweise historische Auswertung, ich liebe halt statistische Wahrscheinlichkeiten und Dirk hat das ja auch hinlänglich beschrieben und immer wieder geschult, sage ich jetzt mal, dass in dem Moment, wo ein RSI-Wert dann von unter 10 auf über 10 geht, wir uns zumindest überlegen könnten, ob man da einsteigt. Ich bin nach wie vor der Meinung, habe aber da auch keine Backtests zu, dass das mir eigentlich schon ausreicht, um sich den Wert anzugucken, wenn der auch unter 10 ins Positive dreht. Ich glaube, wir sind vereinzelte Tage auch dabei, ja, aber bleiben wir mal hier bei beim ersten Wert, ganz einfach bei AMT. Da seht ihr hier nach einer relativ langen fallenden RSI, eigentlich außergewöhnlich, bringt er hier am 24. Mit einem RSI-Wert von 67,18 zu 0,1 ein Kaufsignal. Dann kann man hier ganz einfach ganz schön sehen, das gelb hinterlegte ist ganz einfach der Einstiegskurs. Hier habe ich ganz einfach den Schlusskurs hinterlegt, weil was soll man da anders nehmen? Dann sieht man hier, am 25. Hat der Wert mit 0,86 geschlossen. Dann hat man also hier ein positives, also ein Treffer drin. Die rot hinterlegten, gehen wir mir auf American Water, das sind halt die Fehlsignale. Ne? Man sieht hier sehr schön. Hier hatten wir vom 11. auf den 12. einen steigenden RSI-Wert, alles auch außerhalb der 10. Hier hat man nochmal einen von 19. von 1,7 auf 1,51, also auch Kaufsignal eigentlich. Ihr seht hier die wieder hinterlegt den Einstiegskurs und seht dann halt die ja halt im Prinzip das Fehlsignal. Und das habe ich einfach mal über einen relativ langen Zeitraum gemacht. Zumindest auf Tagesbasis für den Januar. Das Schöne daran ist, dass, zum zurückzukommen auf das Büchlein von Erich Ludwig, das Schöne finde ich, dass wir ja jetzt mal live dabei sind, ohne einen Backtest machen zu müssen, dass wir ja wirklich eine sehr schwierige Marktphase haben. Und wenn man sich jetzt hier die roten Fehlsignale im Verhältnis zu den blauen Treffern anschaut, dann kriegt man ja schon mal so ein Gefühl dafür, kann ich mit diesem System halt arbeiten oder nicht. Wenn ich jetzt in meine alten Aufzeichnungen schaue, also ich bin eigentlich gar kein Freund vom Backtest, sondern ich habe das gerne selbst erlebt. Ich kann euch dazu gleich auch nochmal was anderes zeigen. Und also ich komme zu dem Schluss, nach dieser, wo ich ja jeden Tag dann praktisch live dabei war und die Werte, ich habe die erst CSV-Datei, habe die dann kopiert, habe mir aber dann über den Zeitraum wirklich jeden Wert von der Entwicklung angeschaut. Da gibt es für mich zwei Erkenntnisse. Die erste Erkenntnis ist ganz einfach, man kann selbst in, das gibt die Tabelle jetzt nicht her, aber man kann selbst in absoluten schwierigen Phasen, die wir jetzt sicherlich haben, Extremstphasen, weil hier sind natürlich, hier sind zwar ein paar konservative Werte bei, aber hier sind ja auch relativ viele Nasdaq-Werte bei und die Nasdaq ist ja richtig verprügelt worden. Kann man aber trotzdem sagen, ich kann mit diesem System, was ich sehr gerne nehme, um in laufende Aufwärtstrends einzusteigen oder um Wendepunkte zu bekommen und zu erwischen, dann gut mithandeln, wenn immer der Fall ist, mit einem entsprechenden Stopp arbeiten. So, und die einfachste. Hört man mich noch? Ja, ja. Ich glaube, das einfachste Kriterium ist ganz einfach, indem man auch beim Short-Put-System den Stopp ganz einfach auf den Schlusskurs des Signaltags legt. Wenn man das so macht,
habe ich auch keine Problematik mit den möglichen Rollen, wo ich kein Freund von bin. Ja, aber trotzdem, nehmen wir mal hier so einen Wert, der richtig übel gelaufen ist, wie Into, ja, also Intuit, einer meiner Lieblingswerte. Aber wenn man sich das hier anguckt, ich habe zigmal versucht, in den Wert zu kommen, aber auch hier komplette Fehlsignale. Aber wenn ich gerade bei so einem Short-Put-System auf Schlusskursbasis des Signaltages den Stopp setze und dann rausgehe oder dann schon rolle, dann habe ich zumindest eine Kontrolle über meine Position. Mir stellt sich die Frage, wie in so einer Marktphase, und er wird ja zu uns, zum HTTA kommen, wie in so einer Marktphase, irgendwann hier in dem Zeitraum ist, glaube ich, dieser mega Crash-Indikator von Erik Ludwig ausgelöst worden, den er aber in dem Buch auch nicht zur Verfügung stellt, wie man hier in der Lage sein soll, vor allen Dingen, wenn man sich den Wert erst 5 Tage vor Schluss anschaut, sein Kapital zu retten. Aus meiner Sicht absolut unmöglich. Die zweite Aussage, die sich hieraus treffen lässt, ist die, Dirk immer wieder betont auch, ich brauche irgendeine Art von Marktsystem. Da haben wir ja wirklich ein herausragendes Modell durch das Modell von Dirk. Sensationell gut, es gibt ein paar vereinfachte, auch von HTTA-Kollegen, aber irgendein Marktmodell brauche ich, und wenn ich nach diesen Marktmodellen handle, auch Shortput, dann wäre ich zu dieser Phase jetzt hier eigentlich schon gar nicht mehr im Markt gewesen. Ja, das muss man halt auch dazu sagen. Das ist eigentlich auch schon alles. Grün hinterlegt ist hier für mich dann immer, das ändere ich dann einen Tag später, wenn das Signal halt vorbei ist, war es positiv, war es negativ. Ich bin jetzt hier mal hingegangen und das stimmt mich für den Markt eigentlich auch eher positiv. Wir haben sehr, sehr viele Werte, die auf Wochenbasis jetzt ein Kaufsignal nach RSI 2 haben, auch aus dem Bereich. Ich habe da gestern Abend einfach mal so ein paar Werte eingepflegt. Aber sonst war es für mich eigentlich nur nochmal eine Bestätigung von dem, was ich in all den Jahren so erlebt habe. Also wenn ich kein Marktmodell habe, dann wird es hier schwierig, wenn ich kein übergeordnetes Marktmodell habe. Behelfen kann ich mich immer, auch in einer Short-Put-Geschichte, wenn ich den Schlusskurs auf das Signal sehe, dann komme ich selbst einigermaßen glimpflich aus den Trades raus. Ich habe aber auch für meine Verhältnisse diesmal relativ viel Kohle verbrannt, weil ich teilweise, ne, also die Schmerzen sind irgendwie besser zu empfinden, wenn man mit realem Geld handelt. Jetzt schiebe ich da auch keine kleinen Nummern. Also das war schon, will nicht sagen bitter, weil denke ich mal, alle vorher recht nett im Gewinn waren. Aber das ist für mich nochmal eine Bestätigung, dass diese RSI-2-Geschichte funktioniert mit der Einschränkung Marktmodell, sollte man im Auge halten, und mit der zusätzlichen Info, wenn ich in turbulenten Phasen bin, dann brauche ich irgendwo einen sinnvollen Stopp, und der liegt meiner Meinung nach immer auf dem Tagestief des Signaltages. Ja, das war es im Prinzip schon. Jetzt weiß ich nicht, ich könnte euch noch mal eine andere Geschichte zeigen. Ich glaube, die ist für... Entschuldigung. Ja. Bevor du den Bildschirm wechselst, hätte ich noch eine Frage. So ein paar Detailfragen. Also ja, wenn du in die zweite Datenzeile gehst, da ist ja RSI 20 rot, ne? Bei 51,90. Bei RSI 20. Genau. Mhm. Und wieso färbst du danach das nicht auch rot? Weil du würdest ja wieder das Signal, immer jeden Tag das Signal anfragen. Also die 28 und die 13 hätte ich jetzt erwartet, dass die auch rot sind. Nee, weil den Wert, den gucke ich mir dann in der Phase nicht an, weil entstanden bei mir ist das ganz einfach, weil ich ein System handle. Ich handle nicht viele, die übergeblieben sind aus meiner Erfahrung, aber ich handle zum Beispiel immer noch diese relative Stärke-Geschichte vom Dirk. Nur mit dem Unterschied, dass ich halt, um
um Einstieg zu bekommen, eben auf den RSI unter 10 warte. Und der ist ja hier nicht gegeben. Ah, ich verstehe, also, alles klar. Einfärben tue ich die nur, wenn jetzt hier beim 25.01. fällt er wieder unter 10 und deshalb habe ich mir dann so als Eyecatcher, sage ich mal, dann wieder rot eingefärbt. Okay, das verstehe ich total. Dann noch eine andere Frage. Wenn der Einstieg gegeben wäre, färbst du ja blau, ne? Also wenn der Einstieg gegeben ist, ist der grün, so wie hier bei PLL. Ne? Blau oder rot ist der dann einen Tag später, ob das Signal zumindest vom Einstieg her funktioniert hat oder nicht. Also man sieht ja hier, waren wir aber bei der 20, bei American Water, da war der, wäre der Einstiegstag ja der Schlusskurs am 20. gewesen. Jetzt gucke ich hier einfach in den Preis. Also der Einstieg wäre bei 162,70 gewesen. Am 21. war der Kurs bei 121,39. Also habe ich eigentlich ein Fehlsignal. Und deshalb färbe ich das dann rot. Wobei man auch zu diesem Fehlsignal sagen muss, also selbst die Fehlsignale bewegen sich ja in so einem Korridor, der erträglich ist. Ne? Also auch das liest man natürlich dann aus so einer Tabelle heraus. Also wir haben hier mal so Worst Case, wenn ich jetzt mal gucke hier bei Hasi, die jetzt endlich, glaube ich, mal die Wende schaffen. Aber hier mal natürlich schon heftiges Fehlsignal. Oder hier auch mal bei Intuit. Aber ansonsten haben wir hier viele, viele Fehlsignale, die unter 1% liegen. Von daher bringt die ganze Geschichte schon was. Ne? Also hier gucke ich ganz einfach mehr, weil ich so ein Gefühl haben wollte, da bin ich dann später drauf gekommen, in so einer echt doofen Marktphase für uns, wie ist denn das Verhältnis von Treffern an dem Tag nach dem Signal zu Fehlsignalen? Und hier sieht man natürlich, die rote Farbe überwiegt. Ja, aber trotzdem, wenn man sich jetzt mal hier den Verlusttag anschaut, der hält sich meistens in Grenzen. Haben wir natürlich Ausreißer bei, aber die sind, glaube ich, die gehören halt ganz einfach dazu. Und was bedeutet jetzt blauer Hintergrund in so einem Feld? Das hier? Ja, generell. Wie ist die Definition von blau? Ja, der blaue Hintergrund ist ganz einfach, dass ich eine positive Wertentwicklung brauche, vom Einstiegtag zum Folgetag. Okay, dann habe ich jetzt noch die Frage, genau zum Kontext blau, in Spalte AF 32, also da steht ja 3,37, also rechts, genau, dort. AF, genau. Und wieso ist das da schon blau? Weil es ja noch unter 10. Ja, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ganz am Anfang, als Dirk damit angefangen hat, haben wir ja mal drüber diskutiert, ob es ausreicht, dass unter 10 der ASI bereits wieder steigt. Ich glaube, Dirk, korrigiere mich da, du bist dann so ein bisschen davon weggegangen, hast gesagt, ich will eine Bestätigung, dadurch, dass der ASI, der soll zumindest über 10 liegen wieder. Dann wäre eigentlich der Einstiegstag erst hier gewesen, einen Tag später. Ich gucke mir aber grundsätzlich die Tage an, wo der RSI schon dreht. Und der war zwar hier bei 3,37 immer noch deutlich unter 10, habe ich aber für mich trotzdem blau gemacht, weil ja die Entwicklung 6.7., kann man jetzt hier nochmal gucken, minimal positiv war. Okay, dann verstehe ich das. Also das, meine Frage zu blau führte sozusagen zu dieser Sache hin, weil das hatte ich nicht verstanden. Deswegen habe ich erst oben gefragt. Genau. Ja. Man muss halt das waren soweit meine Fragen. Dankeschön. Man muss halt ein bisschen aufpassen. Ja. Ich ziehe die Daten hier aus dem Loro und Loro, Dirk, ist ja Yahoo, ne? Die differieren minimal zu IB. Also das ist schon eine Sisyphus-Arbeit, man muss halt tagaktuell die Daten aus dem Logo ziehen und dann einpflegen. Und da ich auch noch den einen oder anderen Nebenjob habe, habe ich dann irgendwann damit aufgehört und hier bin ich halt mal rausgekommen und war für mich aber aussagekräftig genug und hat mir halt einfach nochmal bestätigt, dass man damit auch nach Jahren Connors noch ganz gut mitarbeiten kann. Weiter als Anmerkung, wenn der RSI größer ist als der Vortag, bedeutet eigentlich nichts anderes, als dass der aktuelle Kurs größer ist als der Schlusskurs von gestern. Genau. Ja, das vielleicht so als Zusatzinformation.
Vielleicht auch noch zu der Gesamttabelle. Also was interessant ist, wir haben ja mehrere Möglichkeiten jetzt. Mir geht es jetzt mehr um das Thema Filter. Du hast ja die Marktmodelle erwähnt. Was du hier für mich überraschend nicht drin hast, ist, man kann ja auch den anderen Weg gehen, dass man eben auch Filter auf die Einzelwerte setzt. Ne? Also hier irgendwie ein Filter, um Fehlsignale raus, ja, der Name schon sagt, rauszufiltern. Also das würde mir hier noch fehlen, ne? Dass man so etwas zum Beispiel macht. Ne? Also ja, also ich habe das nicht weiter ausgewertet, weil ich einfach mal wissen wollte, nochmal vom Gefühl her, ob ich da jetzt komplett falsch unterwegs bin oder nicht. Aber grundsätzlich, ich werde die Tabelle auch so nicht weiter pflegen. Ja, aber was zum Beispiel auch interessant ist, sorry, dass ich unterbreche, wäre zum Beispiel, ich weiß nicht, wie, jetzt scroll mal nach unten, hast du da irgendwelche Summenwerte? Also worauf will ich hinaus? Man könnte daraus ja zum Beispiel auch ein tatsächlich aus dieser Tabelle auch ein Marktmodell ableiten, ne? Indem man zum Beispiel den durchschnittlichen RSI oder die Anzahl Farben auch summiert. Ne? Also ja, man könnte jetzt also mal so von der Idee her auch mal gucken, ne? Ab wann, ne? Wird es mehr rot? Ne? Also interessant wäre hier, wie sehe es jetzt eigentlich jetzt davor aus? Ab wann hat sich das verändert? Man könnte jetzt so eine Einzelwertanalyse auch daraus wiederum ein Marktmodell ableiten. Ab wann macht man so etwas oder ab wann macht man das nicht? Wobei man schon hat, du hast natürlich schon einige Technologiewerte genannt, aber ich sehe hier auch ganz viele passive Werte. Ne? Also vor allem im Consumer-Stabless-Bereich. Ja. Ne, ganz klar ist hier der Schwerpunkt. Das ist jetzt nicht High-Technologie und viele XLU-Geschichten, ne? Also da ist gar nicht so viel. Ne? Deswegen würde das wahrscheinlich, wenn da mehr Technologie drin wäre, deutlich mehr ins Rote tendieren. Ja, genau. Aber die Idee mal zu gucken, entweder was passiert, wenn man irgendwelche Filter da noch mit einbaut, ne? Also größer, kleiner Wohlerstopp oder irgendwie so ein SMA 50 versus 100 oder irgend so etwas, weil das waren ja auch die Ergebnisse, die damals der Giese bei der Auswertung dieser Connor-Strategie RSI2 dann eben auch sehr schön gebracht hat, dass eben zusätzlicher Filter sozusagen, dass man so ein mittelfristiger Filter, dass man solche Signale nur dann nimmt, und das hat sich eindeutig statistisch bewahrheitet, nur dann nimmt solche Signale, wenn eben der mittelfristige Trend eben auch nach oben gerichtet ist. Ne? Also wenn jetzt hier sind sicherlich Werte drunter, die richtig nach unten geprügelt werden, ob man da wirklich dann entgegen dem Trend solche überkauften Signale nehmen sollte, ist statistisch nicht sinnvoll. Ja, deshalb sage ich ja Marktmodell, ne? Genau, ja. Oder dass man eben auf den Einzelwerten halt einen Filter setzt. Ne? Ja, also oder so. Hier liegen ja wahrscheinlich viele, wenn man jetzt, egal was man jetzt nimmt, ne? Also so ein mittelfristiger Filter, da würde wahrscheinlich die Mehrheit der Werte hier im roten Bereich liegen. Ne? Ja. Außer vielleicht jetzt hier so im Consumer-Bereich oder Energy. Ne? Energy hast du ja gar nicht drin. Ne? Sowas läuft zurzeit. Ne? Also das wäre etwas, wo es dann grün wäre. Aber die Mehrheit der Werte, wenn man jetzt, egal welchen mittelfristigen Filter man da anwendet, werden sicherlich hier alle im roten Bereich schon eine ganze Weile. Ja. Ich habe auch noch mal eine Anmerkung. Erstmal guten Abend in die Runde. Hallöchen. Ich bin leider immer noch in Hamburg. Dirk hat ja schon mal den Namen genannt, Falk Giese. Ich meine, ich finde es immer toll, wenn einer sich die Mühe macht. Das hat Falk Giese ja auch immer gemacht. Jetzt mal was anderes. Du hast ja gesagt, dass du auch Geld verbrannt hast. Und zwar, du hast ja auch Stopps gesetzt. Also meine Frage wäre jetzt einfach, wieso bist du nicht gehedged? Weil wenn du jetzt da deine Stopps gesetzt hast und die Stopps höchstwahrscheinlich nicht, also praktisch nicht dementsprechend der Marktlage angepasst worden sind, dann wäre es ja besser, wenn du dann noch irgendwie ein Hedge drin hättest. Ne? Nimm mal an, du hast da jetzt 40 Werte. So, jetzt hast du vielleicht 20 Werte, die du jetzt wirklich genommen hast, weil es ja Einzelwerte sind. Ne? So, sind die Stopp verkehrt gesetzt worden oder warum bist du nicht gehedged? Nee, also ich meinte das Geld verbrennen nicht auf die Short-Put-Strategie oder so, sondern ich meinte das allgemein von meinem Ansatz her. Ja. Ich habe halt so ein paar Ansätze, wo ich in Extremsituationen versuche, in den Markt zu kommen. Das ist das andere. Also ich bin auch kein Hedgefreund, muss ich dazu sagen. Ich gehe dann lieber gerne aus dem Markt raus.
Ich habe aber ein System, wo solange der Markt positiv ist, was extrem Drawdown-lastig ist, und da habe ich halt, ich sage jetzt mal, es gab zwei Montage, das führt jetzt heute zu weit, da können wir aber gerne beim nächsten Mal, kann ich euch das zeigen, das wäre auch eine super Sache für unseren Loro. Es gab zwei Montage, wo man sonntags, wenn man seine Analyse am Wochenende macht, so deutlich gesehen hat, was mit dem Markt passiert. Dummerweise, als ich montags morgens im Auto reingeschaut habe, war die Welt noch in Ordnung. Dann habe ich gedacht, naja, kannst laufen lassen. Als ich montags abends wieder im Auto saß und wieder reingeguckt habe, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Gut, ich bin auch schon 35 Jahre jetzt dabei, also Schlagtreffen hält sich jetzt in Grenzen trotzdem. Das waren für mich in dieser Phase halt zwei doofe Tage, die mir als erfahrener Trader eigentlich nicht passieren dürfen, weiß ich auch. Das bezog sich aber jetzt nicht auf die Vorgehensweise hier. Du kannst aber eins machen, weil du ja gerade auch diese Short-Put-Gruppe gesagt hast. Ne? Mhm. Du hättest ja trotzdem auch shorten können. Nehmen wir mal an. Ja, ich weiß. Nein, ja. Du baust ja einfach mal die Bremse ein. Jetzt sehen wir mal an. Du bist positiv gestimmt auf die Hashtag-Werte, Technologie, was Digger schon gesagt hat. Mhm. Wir könnten jetzt auch nehmen die Konsumanogramm, weil es da extrem ist. Gerade das haben wir auch in der Domrep auch mal erlebt, da haben wir auch nicht aufgepasst. Da war einer drüben, da hat Dirk mit dem Seminar gemacht und wir haben nicht aufgepasst. Und das hat mich also, sag ich mal, vorsichtig gemacht. Ich habe also zum Beispiel immer eine Short-Position drin. Was du jetzt gerade gesagt hast mit morgens mit dem Auto, das kann ja jedem von uns passieren. Ja. Auto rein, auf einmal hat einer einen Unfall, deine Familie ruft an. Ja, genau. Du wirst abgelenkt. Und wenn du jetzt von Short-Put redest, ich meine, gut, du kommst nicht ganz raus, nur du kannst eine Bremse einbauen. Nehmen wir mal an, du hast jetzt 20 Nashed-Werte, du bist da auch drin, weil du long-orientiert bist. Ne? Aber du kannst zum Beispiel auch, du brauchst nicht nur einen Stopp setzen oder damit du beruhigt mit deinem Auto fahren kannst, du kannst ja auch die Nested, also als Index, die kannst du ja shorten, um dann eine Bremse einzubauen. Das ist immer so eine Idee, ne? Ja, aber da will ich dazu sagen, die Idee mit dem Shorten geht wunderbar, solange das Shorten nicht verboten wird. Also ich erinnere mich dran, also Klaus-Peter, wenn du schon seit 35 Jahren dabei bist. Ja, ich danke dir für den Hinweis, genau. Dann kannst du dich ja gut erinnern, dass manchmal aus dem blauen Himmel, ohne Vorankündigung, ich sage nur mal das Fettfinger-Syndrom oder hier die Geschichte mit als die Euro-Stocks von dem Belgier da, der sich verzockt hatte, dann am President's Day haben sie alles abgeladen, wo der amerikanische Markt dicht war. Also es kommen manchmal Dinge, da kannst du gar nichts dagegen machen. Und da geht alles bei diesem Fettfinger-Event, da sind ja auch die namhaften Werte halbiert worden. Also da hast du keine Chance. Insofern. Doch, die hast du. Weil das habe ich in Kolumbien war und Dirk war ja auch short bei dem Corona-Crash. Das stimmt nicht ganz, du hast mal recht. Also Frank, Entschuldigung, ich rede ja nicht vom Corona-Crash. Crash, der innerhalb von einer Stunde ohne jede Vorankündigung. Nein, die habe ich gehabt. Die haben wir gehabt und wir sind nicht mehr rausgekommen, weil die haben die Börse ausgesetzt. So, ja, also, Entschuldigung, das war, Frank, ich rede, wir haben einen großen Fettfinger-Event gehabt, ich müsste jetzt nachgucken, wann das war irgendwie 10. Mai irgendwas, eine Stunde nach Marktöffnung hat irgendjemand sie verhauen und jedenfalls die Computer haben verrückt gespielt und anschließend waren die Kurse halbiert und die Dinge sind ausgeführt worden, du konntest nichts dagegen tun. Also sogar ETFs auf Märkte, die zu dem Zeitpunkt geschlossen waren, wurden... Fukushima war genau das Gleiche. Bitte? Ja, gut, aber Fukushima war am Montag. Das war mitten in der Woche. Darf ich noch mal kurz ausreden? Ich versuche das nur krampfhaft. Also das Problem ist schlicht und einfach. Also Klaus-Peter, Excel wunderbar. Nur was machst du, wenn du Excel nicht liebst? Ich zum Beispiel bin oldschool, ich liebe nicht Excel, ich liebe Punkt, Punkt, Punkt. Die Frage ist, wenn du einen Wert nimmst, wo du nicht bereit bist, dass du ihn rein in die Kiste nimmst, und zwar zu 20% dessen, was du schätzt, dass er wert ist, dann darfst du darauf keinen Shortput schreiben.
Ich kann mich nur erinnern, 2007, da wurden die Dinge auch ins Haus gekarrt, beste Werte. Münchener Rück war auf einmal nur noch die Hälfte wert und, ja. und. Da konntest du gar nichts, da hast du ein Jahr auf den Wert gehangen, schlicht und einfach drauf gehangen. Mhm. Und das ist das Problem, du kommst da nicht raus. Also du hast nur zwei Dinge, entweder du hedgst das richtig vorher ab und nicht nach dem Motto, wenn der Bus kommt, dann hedge ich, bevor er mich trifft, sondern dass du eben die ganze Zeit mehr oder weniger gehedged bist, das ist die eine Möglichkeit. Oder du hast irgendeinen anderen Weg, aber zu sagen, okay, ich sehe das aus der Tabelle, wenn es sich verfinstert, das sehen wir alle. Dann denken wir auch alle, das haben wir im Griff. Aber der Punkt ist, was machen wir mit den Dingen, wo wir überrascht werden und wir haben es nicht im Griff gehabt. Weil sie nicht richtig gehedged sind, Ottmar, das ist der Grund. Wenn du nämlich, das kann man ganz genau ausrechnen, das weißt du doch auch, wenn dann die Aktien, die gehen meistens langsam hoch, kommt ein Crash und du hast eine Short-Position, geht die relativ schnell runter. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe jetzt die Dividendenwerte drin, da sind ja hier auch ein paar drin. So, ich habe die also abgepuffert, 5 Jahre habe ich sie drin und sage, ich will immer meine Dividenden haben. So, jetzt kommt genau die Szenario, was du gesagt hast, die Börse wird ausgesetzt. So, du kommst in diese, wenn du jetzt in so einem Wert drin bist, der kann ja auch 50% ins Minus gehen. Das ist ja auch 2001 passiert bei Apple. Apple hat sich auch halbiert. Nur, wenn du richtig gehedged bist, fängt der Hedge dich komplett auf. Wenn der Markt 50% runtergeht, bei den Teenies oder Kalender und was du hast, dann machst du das Doppelte an Gewinn. Und die 50%, die du da hast, ist zwar nicht so schön, aber deine Hedges, die fangen das 100%ig auf. Ja, Frank, da redest du ja bei mir offene Türen an. Das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn du die Hedges hast, die das alles abfangen, dann rechne bitte zu normalen trockenen Zeiten, was die dich kosten. Nein, die kosten dich ja nicht viel, weil du musst ja einsehen, wenn du zum Beispiel, gut, Dirk ist ja so ein Freund von, jetzt guck dir mal so ein Teenie an bei 2000. Der kostet dich, wenn du ihn nach 2 Monaten kaufst, du guckst jetzt oben Interest an, der kostet dich das dicken Huni, also ein Dollar. So, jetzt nehmen wir mal an, 10-mal im Jahr geht das Ding nicht auf. Da hast du einen Verlust von 1.000 Dollar. So, jetzt hast du aber 2-mal, dass das aufgeht, hast du die 1.000 Dollar komplett wieder drin. Ja, aber Frank, du hast so den Fall, dass es nicht komplett aufgeht, sondern dass das Ding eben, der Airbag geht nur einen gewissen Teil auf. Nein, der geht aber statistisch ein bisschen, wir reden auch hier von Statistik, das haben wir vor uns jetzt hier liegen. Ja, Frank, einverstanden, Entschuldigung, wenn ich das so kurz halte, einverstanden. Die Statistik sagt, wenn du das 5 Jahre durchhältst, bist du ein Gewinner. Das Problem ist aber, ich kenne nicht eins von Dirks Systemen, das 5 Jahre lang durchgehandelt wurde ohne Veränderung. Das ist ja meine Hauptkritik, die ich so manchmal habe, dass ich sage, ihr ändert, macht zu schnell neue Varianten, dann stimmt die alte Statistik nicht mehr. Also Ottmar, 2019, ne, ja. Bevor ich nach Kolumbien gefahren bin, da hat Dirk ein Lore gemacht im November. Können wir gucken, die Aufzeichnung. Da ist schon gewarnt worden. Also im Januar ist das ja erst losgegangen, Corona und so ein Kram. Im November sind die Programme schon angesprungen. So, und wer da aufgepasst hat, der war genau im Februar, ich glaube im März war, glaube ich, der Corona-Crash dann, ne? Die Leute, die sich zum Beispiel diesen Law angeguckt haben und das begriffen haben, die waren ja short. Guck dir das Ding an. Ja. Aber ich glaube, wir brauchen ja nicht, glaube, hier ist keiner in der Gruppe, der sagt, dass man hier irgendwie total nackt unterwegs ist. Und ich finde das auch richtig, was Ottmar sagt, dass man möglichst also so einen Mix aus vielleicht Dauerhedge und zusätzlichen Hedge gegebenenfalls mit einbaut. Halt, ich glaube, da sind die meisten hier dabei. Ne? Also das ist ein wichtiger Punkt. Wie übergebe ich dir denn? Ist ja keiner, der was dagegen sagt. Also, aber wenn ich das hier in der Analyse mache, wie Klaus-Peter dankenswerterweise gezeigt hat, dann muss ich ja erstmal die Einzelwerte mir mal angucken. Und darüber hinaus kann ich mir dann noch zusätzlich über Filter, wie genannt, oder Hedges Gedanken machen. Ja. Das ist ja erstmal, wie funktioniert erstmal das Basissystem. Dirk, mein Punkt war ja eigentlich, auf den ich hinaus wollte. So schön alles mit Excel ist und die Voranalyse.
Du hast manchmal Risiken, die kommen aus dem Blauen, aus einer Ecke, genau, mit dem, dass du, die du nicht sehen kannst in einer Excel-Tabelle, wo du sämtliche Datenentwicklung oder die TA-Analyse nicht erkennen kannst. Das gebe ich dir recht, aber trotzdem heißt das im Umkehrschluss nicht, dass ich auch jetzt auf so eine Analyse verzichte, nur weil ich sage, es sind hier Risiken drin, die ich noch nicht erkannt habe. Ne? Wäre das die Alternative, gar nicht zu machen? Das würde ich auch nicht unterschreiben wollen. Es ist immerhin besser als gar nichts. Ne? Also für mich, ich wollte ja nur mal ein Gefühl dafür kriegen. Ich versuche ja viele Dinge zu verstehen, deshalb habe ich das für mich gemischt. Ich, für meine Person, ich bin, wie gesagt, kein Hedgefreund, sondern ich finde, auf der Long-Seite ist genug Geld zu verdienen. Und ich war, sage ich jetzt mal, vom Long-Investment auch gar nicht mehr im Markt. Sowohl aufgrund unserer Marktmodelle wie auch meiner eigenen. Wie auch, sage ich jetzt mal, einer Weiterentwicklung von, ich bin ja totaler Falk Giese-Fan, meine persönliche Frage, hat einer noch Kontakt? Irgendwas scheint mir ja in der Familie nicht in Ordnung, oder? Ich habe es nicht verstanden, richtig. Hat jemand von euch noch Kontakt zum Falk Giese? Nee, gar nicht. Ich hatte sehr guten Kontakt mit ihm. Ja. Und der ist dann irgendwann, also er war ja vom Hintergrund eine Zeit lang Mitorganisator vom Optionssymposium. Da haben wir das zu zweit gemacht. Und er ist dann von heute auf morgen ausgestiegen. Das ist jetzt aber auch schon ewig her. Nee, aber gerade, sag mal, bis vor anderthalb Jahren hatte ich wirklich sehr engen Kontakt. Ich kenne auch zwei Leute, die noch engeren Kontakt hatten. Er ist aber komplett verschwunden, also auch vom Internet auftritt, weil er immer wieder neue Sachen machen wollte. Ich hatte gehört, hatte erst die Probleme in der Familie und ich habe gehört, seine Lebenspartnerin, die ich auch relativ gut kenne, ist schwer erkrankt und deshalb hat er sich irgendwie zurückgezogen. Aber mir ist doch nichts bekannt. Aber da das Ganze aufgezeichnet wird, hier sollte man vielleicht da nicht zu sehr in die Details gehen. Ja, genau. Richtig. Ja. Guter Hinweis. Ja. Der ist ja eh umgezogen. Der wohnt ja nicht mehr auf Zug am See, der wohnt da ein unter. Also. Ja, anyway, ne? Wir wissen nicht, aber wollen wir ihm alles Gute wünschen, wenn wir mal von dieser Seite, dass er mal wieder dabei ist, weil ich halte sehr viel von seinen Analysen. Genau. War aus meiner Sicht manchmal ein bisschen oversized, aber was er macht, das ist gut. Ja. Und er hat einen statistischen Ansatz und selbstverständlich ist es. Wie übergebe ich wieder an dich? Viel für Traders in Deutschland gemacht, also für das Traden. Es ist einer, der, wenn man jetzt allein die Traders-Artikel nimmt und die anhand bewertet, ist da überhaupt ein Backtest oder mal eine statistische Analyse drin, dann fällt er da eher positiv auf. Ne? Die Mehrheit der Artikel sind ja eher, naja, man könnte und hätte und sollte. Ne? Also Wie übergebe ich wieder an dich? Ja, alles klar, du musst mich wieder als Host angeben. Das ist oder eine als gute Host Frage, wie man das macht, weil ich komme gar nicht in mein... Nee, du musst auf die Teilnehmer und dann rechte Maustaste auf mich. Auf die Teilnehmer? Ich komme überhaupt nicht zurück in meine Steuerung. Hä? So, ich sehe mal, sehen kann ich hier irgendwie... Ich sehe ja jetzt auch den Bildschirm nicht. Ja, also wir sehen weiterhin deine Excel-Tabelle. Wenn ich jetzt oben Stoppen mache? Nee, Stoppen nicht das. Ja, das könnte sein. Ich hoffe, die Aufzeichnung läuft noch. Und jetzt? Ich muss das hier mal kurz kontrollieren. Und jetzt mache ich wieder Bildschirm freigeben. Da hat die freie Timer deaktiviert. Mal sehen. Jetzt musst du mich noch freigeben als Host. Wo mache ich das? Teilnehmer? Teilnehmer, ja. Und dann auf meinen Namen, rechte Maustaste und dann als irgendwas mit Host. Host freigeben. Muss man oben wieder auf. Wo bist du denn als Teilnehmer oben? Ich sollte noch da sein, ja. Ich komme nicht da. wenn ich unten auf Teilnehmer gehe, dann kriege ich nur einladen. Naja, wenn du direkt Teilnehmer anklickst, dann geht doch so ein Fenster auch mit den ganzen Teilnehmern. Ja, normalerweise schon, da gebe ich dir recht, aber. Kann ich mich denn selber irgendwie... Weil ich sehe dich im... Warte mal eben. Ja, ich könnte mal... Teilnehmer... Mich selber so, ich glaube, ich bin bereits wieder Host. Dirk Legan ist jetzt der Host, genau. Genau, ich bin jetzt der Host. Ja, super Sache. So, ich muss noch mal gucken, aufzeigen, läuft. Ja, das sollte gehen. Ja, läuft noch. Na, alles gut. Also, das hat geklappt. Ich kann auch von meiner Seite, sehe ich gerade aktiv, dann wieder den Host, also sozusagen den Hut zurückfordern.
alles, läuft alles. Ja, super, sehr interessant. Also gerade da finde ich gut. Und ich finde es auch gut, wenn ihr dann auch mal Fragen habt und sagt, und von anderen mal was darstellt. Finde ich sehr schön. Ich habe noch ein paar Sachen, in denen wir uns weiterhangeln können. Ich finde es auch gut, wenn Leute dann auch mal ihre eigenen Sachen mal darstellen. Muss ja nicht immer von meiner Seite sein. Ich habe zum Beispiel hier auch von dem Tim, ich weiß gar nicht, ob der Tim heute dabei ist. Ich gucke mal an. Tim. Nee, ich glaube, der ist heute nicht dabei. Der hatte mir hier zum Beispiel auch so einen Channel geschickt, YouTube-Channel über Market Cycles Report, ne? Also zyklische Analysen. Ich selber persönlich kann das immer nie so ganz nachvollziehen. Was interessant war an diesem Channel, da kann ja, wenn der Tim mal da ist, darüber berichten. Die hatten eben auch diesen Baltic-3-Index unter anderem. Also verschiedene zyklische Analysen werden hier gezeigt. Ich kann das ja nachher mal posten oder wer sich das mal angucken muss. Ich selber kann damit wenig anfangen, aber scheint zumindest in der Praxis, was die so gezeigt haben, ganz gut funktionieren. Ich poste das einfach mal, dann brauchen wir da gar nicht großartig drauf einzugehen. Also hat mich nicht so überzeugt, aber anyway, wen das interessiert, vielleicht ganz interessant. Dann hatte ich, kommen wir zum Bereich Optionen. Hatte vorher mit dem Gerhard, der hatte eine Analyse gemacht und es geht darum, wenn wir ja nachher vielleicht auch noch hier und da nochmal besprechen, das Thema Kalenderspreads. Wir haben die uns in verschiedenen Plattformen angeguckt. Generell gelten werden die Kalenderspreads zumindest in der Expiration Line total falsch dargestellt. Das hat er sehr gut belegt in seinen One-Analysen. Ich hoffe, ihn vielleicht mal bewegen zu können, dass er das mal euch mal darstellt. Also diese exorbitanten Gewinne, die in Kalenderspreads im Profil dargestellt werden, das ist pure Fantasy, die sind halt auch irgendwo begrenzt. Das bestätigt sich in seinen Analysen und letztendlich auch in der Praxis, ne? Das nur so nebenbei. Aber ich hoffe, dass er das nochmal vielleicht für uns hier mal in einer Session darstellen wird. Also er guckt sich das in der Aufzeichnung an, also nochmal bitte an ihn, das auch nochmal so kurz zu präsentieren, was er heute bei mir gemacht hat. Dann habe ich mir das neue Buch von Erik angeguckt, ne? Also zum Thema Hedging, hat mir jemand netterweise kopiert, war es auch so relativ günstig. Hat nicht allzu viele Seiten, wie so 120, 130, ich bin erst so auf Seite 44 und bis dahin habe ich noch nichts gelesen, was irgendwie interessant war. Also er hat erstmal die klassischen Sachen, die er selber auch selber nicht so toll findet, einmal den Protective Put drin, dann den, was hatte er noch? Ja, genau, den Covered Call und dann eben den klassischen Collar dann besprochen. Ja, also bis dahin nichts Neues. Bin gespannt, ob da noch irgendwie was Interessantes kommt. Das andere, was wir schon angeguckt hatten beim letzten Mal, diesen Wix-Strattle, habe ich nicht verstanden und im Nachbau kann ich dem nicht, finde ich das nicht so toll. So, ich momentan. Okay, was ist das? Also ich bin am Lesen, das heißt, ich denke, hoffe beim nächsten Mal, dass ich da über diese anderen offenen Strategien dann noch berichten werde, also die man vielleicht bisher nicht kennt und bin gespannt, ob da, ich hoffe, dass da noch was Gutes kommt. Buch ist gut geschrieben, so vom Prinzip her, das macht er gut, aber bisher noch nichts Interessantes für uns gefunden, das wollte ich nur noch kurz sagen, aber endgültiges Resümee werde ich natürlich dann erst am Ende. Gut, was hatte ich? Ja, ich weiß, hier hat einer von euch das schon gelesen. Frage in die Runde. Wer hat das Buch schon gelesen? Ja, offensichtlich keiner. Dann gibt es wahrscheinlich auch wenig zu berichten drüber. Also ich bleibe am Ball. Und, also ich habe es mal gelesen, möchte mich aber dazu weiter nicht äußern. Sollen alle erstmal unbelastet das selbst lesen. Denke ich mir auch, ja. Vielleicht den kleinen Hinweis, dass ein HTTA-Vorsitzender das schon mal irgendwo angewandt hat. Ich möchte hier keine Namen im Internet benennen. Ja, und auch eigentlich davon sehr angetan war von dem Straddle, das, von dem Time-Straddle. Das nur so, ist irgendwo auch dokumentiert. Nee, ist guter Hinweis. Also es wäre blöd. Also ich kann bisher noch auch nichts Negatives sagen. Ich kann das Einzige, was ich sagen kann, auf den ersten Seiten habe ich noch nichts Neues gelesen. Das wird ja dann wahrscheinlich erst die nächsten Seiten spannend und ja, unbelastet das selber lesen. Und dann können wir das ja, wenn das mehrere Leute gelesen haben, ne, also entweder besorgt man das sich oder kommt da irgendwie günstig ran,
dann einfach mal, können wir gemeinsam besprechen. Das ist ja immer das, was uns alle... Wäre gut, das vorher zu lesen, bevor man im April versucht, den Erich auf der Sitzung auseinanderzunehmen. Ja, absolut. Ne? Nochmal der Hinweis, der kommt auch live zum HTTA. Und vielleicht noch der Hinweis, die ersten Seiten nimmt er, benutzt er ja praktisch dazu, die anderen Methoden so ein bisschen zu... Nicht deklassieren, aber eben, um sich anschließend positiv dagegen abzusetzen. Muss man so ja, das ist ja auch vernünftig und das sehen wir ja auch in vielen Büchern eben auch, ne, die vorgehen, ne, dass man gerade am Anfang erstmal so ein Resümee zieht, was ist üblich. Das finde ich auch okay. Das ist, ich will das gar nicht negativ werden. Bin gespannt auf die anderen Strategien, die da drin stehen und werde das dann selber dann auch abschließend bewerten. Und das hier im Plenum dann sagen. Kommt noch eine Anmerkung im Chat vielleicht. Ja, noch nicht gelesen. Ja, okay. Also wir werden uns das angucken. Vielleicht solltet ihr beim Lesen immer mal daran denken, es ist ja eigentlich ein Buch, das nicht geschrieben ist für die fortgeschrittenen Systemweiterentwickler, wie wir das hier sind, oder die Tuner, wir tunen alle ja die bekannten Systeme, sondern es ist eben für 0815 Anwender gedacht ist, die so ein bisschen über seinen Brief hinausgehen. Brief ist sozusagen für Analphabeten geschrieben, die das Alphabet gerade lernen. Und die dann die ersten Aufsätze machen und für die ist das dann, damit sie ihr Schreiten absichern. Aber ich würde es jetzt nicht bewerten aus der Sicht eines One-Anwenders. Muss man sagen. Ja, schon klar. Nee, das habe ich auch im Hinterkopf. Aber ich würde auch sagen, für, sagen wir mal, ein Börsenanalphabeten wäre das schon zu oversized. Nein, ich meine für den Fortgeschrittenen. Ne? Also der den Schritt dann einfach macht, statt dass er bei Dirk Ligan 85 Dollar die Stunde fürs Coachen ausgibt, sagt er sich nicht richtig. Die Fantasy-Zahlen. Die hast du jetzt ausgedacht, die Zahl, oder wie kommst du darauf? Ja, lustig. Ja. Ich bin immer lustig, dass du dir immer irgendwelche Zahlen ausdenkst. Die sind von deiner Webpage. Nee, das ist nicht richtig. Da musst du mal genauer gucken. Mhm. Also, ich bin da kurz mal irgendwie drüber gescrollt. Und ich meine, ich hätte da im Coaching-Bereich gelesen, die englischsprachig, 85 Dollar die Stunde. Ich gucke da mal. Ich gucke mal auf einen anderen Rechner, du. Das kann sein, das kannst du sagen, kannst du haben. Also, aber ich finde solche Anmerkungen immer ein bisschen, ich weiß nicht, was das immer hier so zu tun hast, du recht, gibt dir recht. Aber hat ja nicht. Wieso, das ist doch ein bisschen immer unter der Gürtellinie. Ottmar, solltest du vielleicht ein bisschen unterlassen. Also Dirk, das war eben nicht unter die Gürtellinie gezogen. Doch, fand ich schon. Also manche Sachen denke ich mir, was hat das hier zu suchen jetzt, was ich für Coaching nehme? Hat hier überhaupt nichts zu suchen. Na, das ist irgendwelche, das Ganze wird aufgezeichnet und dann müssen wir uns genau fokussieren. Ja, genau. Dann sollte man solche blöden Anmerkungen sorry unterlassen. Was ich viel schlimmer finde, ne? Nehmen wir das mal außen vor jetzt, was der Erich da macht, ne? Ich glaube, das müssen schon welche machen, die jahrelang sich wirklich intensiv damit beschäftigt haben. Weil wenn da verkaufte Putz durch die Gegend laufen und so ein Kram, das weiß Ottmar ja selbst auch, auch beim HTTA. Den Namen hätte ich nicht so gerne gehabt. Ja, da haben sich ja diverse Leute erheblich verzockt, weil das bringt ja nichts, wenn der Erik jetzt hier das System von dem Erik, das läuft ja, solange der Markt normal läuft, ist das ja auch nicht verkehrt. Nur ich kann dir genau sagen, das weißt du auch und das weiß ich. Wir haben ja zum Beispiel 2018 den Februar gehabt, das andere Ding hinterher. Nehmen wir den Corona-Crash mal außen vor. Was nützt dir das denn, wenn du auf einmal in diesen Bereichen die verkauften Putz hast? Dann gehst du nämlich pleite. Ja, Frank, Entschuldigung. Du kannst doch jetzt nicht sagen, das ist so ein bisschen, ja, wer Option gemacht hat und der kann so ein bisschen mal... Nee, das bezog sich, Frank, nicht auf die Strategie, das verwechselt sich. Also dieses Buch geht rein um das reine Hedging und nicht um, darf ich nochmal sagen, Frank, die 2018er, also der Februar 2018 war ja das große Problem, wenn man Shortputs auf Indizes geschrieben hatte. Besonders wenn man, was du darauf sich bezogen hast, waren ja, wenn man auch noch nackt unterwegs war. Aber bei Erik ist es ja so, Erik schreibt ja nackte Puts auf ausgesuchte
mögliche Dividendenaristokraten und ähnliches Zeugs. Und wenn du das dann eben zugeteilt bekommst, okay, dann hast du einen hohen Preis bezahlt, aber damit kannst du leben. Aber viele haben ja auch mal geguckt, das hat der gar keiner gesehen, 2018, da war der ja auch in solchen Werten wie bei Tesla drin. Da haben wir gesagt, das kann ja gar nicht angehen. Und da war der genau drin, wir haben ihn nachgeguckt. Und der Tesla-Wert war aber gehedged. Das war ein Spread. Und zwar war das nicht seine normale Put-Empfehlung, sondern das war... Aha, da hast du recht. So, aber wenn du genau, was du jetzt gerade gesagt hast, wenn das seine normale Strategie ist, er ist aber gehedged, weil er dann ein Spread hat oder was er hat, dann ist das nämlich, sag ich mal, erhöhte Optionserfahrung. Das hast du jetzt nicht genau bestätigt. Ja, Frank, das steht ja genau, das stand in seinem Brief genauso drin. Ja. Sein Brief bestand zu dem Zeitpunkt aus zwei Teilen, im Gegensatz zu heute. Nämlich zu einem normalen und einem Zusatz, den man machen konnte, aber nicht musste, der mit Warnungen versehen war, über die sogenannten Volatilitätskönige. Ja. Und diese Volatilitätskönige, die hat er nach dem Motto, hier können wir nur an der Vola, an der heißen Nummer verdienen, ja, wo auch Roku zugehörte und Netflix. Da ist er nur mit sehr engen Spreads rangegangen. Ja. Nicht nackt, dass man das Ding in die Kiste kriegte. Hat er das denn aufgeteilt auf zwei Börsenbriefe oder in einen reingepackt? Nein, das hat er in einem, hat er die getrennt aufgelistet. Die sind auch getrennt ausgewertet worden. Weil sonst wäre es ja etwas... Aber es spielt ja vielleicht, um das vielleicht abzubrechen, es spielt ja auch nicht so die große Rolle, was jetzt Erik da macht. Entscheidend ist das Buch, das Neue, worüber wir gesprochen haben, geht rein ums Hedging. Man ist ja völlig losgelöst von das, was er sonst so macht. Das kann ja jeder sehen, wie er lustig ist. Da haben wir ja schon unsere Meinung zu geäußert, was wir generell von solchen Strategien halten, aber das muss ja jeder selber wissen. Nein, ich habe es ja nur allgemein gemeint, weil das... Ja, klar. Aber es bringt uns ja nicht vorwärts, wenn wir jetzt auch den Leuten die Strategien wählen, die wir vielleicht selber nicht so viel gut heißen, darauf umreiten. Wir müssen sehen, was wir selber gut finden oder wie können wir anders vorgehen. Ne? Ich will nur jeden warnen, Dirk, dass der Nacken in diese verkauften Putz reinläuft. Das habe ich damit gemeint. Ne? Das Risiko, das scheint er ja, das will er ja begrenzen, indem er vorher sagt, erstens, bitte nur 100% Cash unterlegt, hab das Bare in der Kasse. Und zweitens, bitte nur solche Werte machen. Man muss ja nicht jeden aus dem Brief nehmen, nur solche Werte machen, die ihr im Zweifelsfalle auch in der Kiste haben wollt. Ja. Ob ich persönlich finde das System nicht so besonders berauschend, aber er hat eben zuverlässige Auswahl von Werten, die so halbwegs gut sind. Also wenn man mit aktienbezogenen Shortputs oder Stillhaltergeschäfte machen will, dann erspart er einem sehr viel Analyse à la Klaus Peter und andere, solchen Leuten wie mir zum Beispiel, die ihr Excel nicht lieben. Das ist das Einzige, was ich dazu sage. Eine gute Selektion macht natürlich viel aus mit der Strategie. So. Kann man natürlich dann auch diskutieren. Vielleicht ob es aus seiner Sicht ist. Nicht? Also die Selektion ist ja aus seiner Sicht gemacht. Und ich persönlich habe nur mit selbst eine Selektion vorzunehmen, habe ich nicht sehr persönlich, ich bin da nicht sehr gut im Selektieren. Und ich weiß, dass es andere, auch Teilnehmer heute zum Beispiel aus der Hamburger HTTA-Gruppe gibt, die also da exzellente Arbeit leisten. Aber ich persönlich bin dazu nicht in der Lage. Das gebe ich einfach schlicht und einfach zu. Und deswegen finde ich solche vorfabrizierten Empfehlungen, die ich nicht nehmen muss, ganz gut. Und diese Wohlerkönige, über die vorhin gesprochen worden ist, also Tesla und Roku, da habe ich, nachdem ich zweimal einen auf die Nase bekommen habe, habe ich gesagt, das mache ich nicht. Punkt aus, habe ich gelassen. Und damit hatte ich auch kein Problem. Aber ich will jetzt nicht sagen, dass der liebe Erik das Allheilmittel für alle ist, die easy Stillhaltergeschäfte auf Aktien machen wollen. Um Gottes Willen, wenn ihr bessere oder andere kennt, benennt sie. Ich darf auch hier an der Stelle nochmal sagen, Dirk, du hast mich da eben falsch verstanden. Ich fand das eigentlich ein sehr preiswertes Angebot, aber es gibt ja Leute, die noch kostenbewusster sind, am liebsten alle Bücher umsonst haben. Und da ist es natürlich...
dieses zu sagen, ich gucke erstmal in ein Buch oder sehe mir ein Video auf YouTube an, gibt es ja auch viele Leute, da finde ich vielleicht dieses Buch noch besser als so manches missratene Video. Wobei ich jetzt nicht hier im Loro die meine, sondern es gibt ja sehr viele andere, die kennt ihr ja auch alle, die da etwas einen in die Seite leiten. So, der Weg zum Millionär ist nicht so ganz einfach. Ja, aber zu mir, dir ist es ein leichter. Soll es auch nicht sein. Also du musst ja mal einziehen, was du jetzt nicht jetzt von den Ludwig, der kann auch Müller-Meyer heißt, da ist mir quasi vollkommen egal. Nur der, hier ist es auch so gewesen, der war ja gar nicht abgesichert. Der hat einfach gesagt, ich verkaufe. Und wenn wir uns die Exo-Tabelle mal angucken, das ist ja bestätigt worden. Wir haben ja diverse Dinger gesehen, da auch, Ottmar, wo in dieser Exo-Tabelle Fehlsignale drin waren. So, jetzt praktisch. Frank, das kann ja alles sein. Ich müsste jetzt, um dich jetzt eine korrekte Antwort zu geben, müsste ich jetzt erstmal deine Excel-Tabelle begucken, ob du wirklich das übertragen hast, so wie es richtig war. Denn zum Beispiel war ja völlig in Vergessenheit geraten, dass Tesla eben nicht eine normale Empfehlung war, sondern eine mit ganz begrenztem Risiko, mit einem extra Hinweis Gefahr unterwegs und nur für jemand, der das alles, der in der Küche die Hitze ertragen kann. Also ich will nur dem Erik, ich will dem nicht Unrecht tun, wenn man es mal so rum sagt. Wir reden über das Fehlsignal, weil wenn du jetzt praktisch, ich sage einfach, ich gehe einfach raus. Welches Fehlsignal? Aber du ärgerst dich ja beim Fehlsignal. Nee, wir haben es ja auch bei der Excel-Tabelle gesehen. Du kannst ja in so einem Wert drin sein. Jetzt kommt ein Fehlsignal. Dass du gehst raus und sag ich mal, 6 Stunden später dreht der Wert wieder, weil das ein Fehlsignal war. Ja, aber das passierte doch bei den Ludwig-Empfehlungen nicht. Nee, ich habe Ludwig gar nicht gemeint. Gut. Entschuldigung, da bin ich auf falschen Dampfer. Nein, ich habe schon gesagt, das kann auch Müller-Meyer sein. So, du hast es ja genau gesehen. Und wenn ich dann abgehatcht bin, habe ich ja immer noch eine Chance. Ich halte den Wert einfach. Weil er könnte ja auch wieder drehen. Wenn ich aber jetzt überhaupt da nackend unterwegs bin und sage einfach, gut, wenn der Wert mir nicht mehr passt, ich habe da einen Stoppkurs, jetzt gehe ich raus, dann kannst du dich auch mal ärgern, wenn das ein Fehlsignal ist. Das meine ich damit. Und dann das mit den Fehlsignalen ist ja immer so eine Sache. Was ist ein Fehlsignal und was ist nur Rauschen? Das immer zu unterscheiden. Also, das ist so der Schmerz, aber du kannst ja, was da auch erzählt worden ist, du gehst morgens ins Auto, wirst abgelenkt und es gibt einfach Systeme, die wir genau das ist mir auch mal passiert. Ich kann mich erinnern an eine Fahrt, die ich mal in der Schweiz gemacht habe. Ich bin eingestiegen und während der Fahrt, habe vor der Fahrt irgendein Stillhaltegeschäft abgeschlossen gehabt und während der Fahrt höre ich von dem Londoner U-Bahn-Anschlag. Und genau, wenn ich dann aussteige, bin ich um ein paar Scheinchen leichter geworden. Das ist uns auch passiert. Also. So, okay. Das gehört dazu. Ne? Alles klar. Ich meine, die Frage ist überhaupt schon sinnvoll. Ne? Gibt es überhaupt Fehlsignale? Fehlsignale, was bedeutet das? Ne? Letztendlich, jedes System gibt gewisse Drawdowns und die gehören halt dazu. Das ist ja nicht unbedingt ein Fehlsignal. Ne? Entscheidend ist, ob man einen statistischen Vorteil hat im Backtest, ob ich sehe, es gibt künftige Signale. Ne? Exakt, das ist korrekt. Nämlich, es ist ja teurer, dem Fehlsignal auszugleichen, als es schlicht und einfach sehr oft, als es einfach auszusitzen, muss man so rum zu sagen. Ja, klar. Obwohl, ich vielleicht auch noch als Tipp, weil ich das jetzt gerade mal gemacht hatte, spaßeshalber, es gibt auch bei Facebook so größere Gruppen, ne, die sich mit Aktientrading und Börsentrading beschäftigen. Wenn man das so liest, ne, da publizieren auch einige ihre Depots. Soll man lieber nicht machen. Ne? Also das ist echt der blanke Horror. Wir reden über Themen, die sind so weit davon entfernt. Ne? Also das ist irre. Und die Mehrheit der Leute macht dort Buy-and-Hold-Strategie. Ne? Buy-and-Hold ist, ne? Und die reden ja zurzeit, wenn es noch weiter runtergeht, dann kaufe ich halt noch nach und wir halten das aus und in 10 Jahren sind wir wieder oben. Und das ist echt gruselig, ne? Wenn man die Leute da holt. Ne? Ohne Strategie, ohne Hirn. Ohne, ne? Und das sind gerade noch die wenigen, die überhaupt irgendwie Aktienkultur noch haben in Deutschland. Bitter. Also kann man nicht empfehlen, da reinzugehen. Weil danach ist man
ja, erstmal erstaunt, am Anfang gleich belustigt, aber nachher irgendwie eher ja, genervt. Und so. Also Dirk, wenn ich da nochmal eingreifen darf, ich erlebe das ja gerade live. Also ich werde mich in einem Jahr komplett zurückziehen aus dem aus meiner beruflichen Tätigkeit. Aber wir sind ja gerade in so einer Phase, natürlich auch rechtlich bedingt, wo die Vermögensverwaltungen der Versicherer hingehen und erzählen dir genau das Gegenteil in deiner eigenen Vermögensverwaltung, was die Abkehr von Garantien betrifft. Da kann man sich wirklich nur an den Kopf fassen. Und ich habe ja mit Menschen zu tun, die 20, 30 Jahre jünger sind als wir, sage ich jetzt mal, die nie sowas erlebt haben. Ja? Und du denkst ganz einfach, wenn du mit denen in den Konferenzen sitzt, du bist auf einem anderen Planeten unterwegs. Also genau das, was du gerade auch bestätigst, da kann man einfach nur seinen Hut nehmen, weil die waren nie mit eigenem Kapital investiert, auch das, was der Frank da gerade gesagt hat. Ja, das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Aber einfach ohne irgendwie auf blöd zu sagen, das sind die gleichen Leute, die werden dann auch noch vorstandsmäßig, weil sie 7-mal das Unternehmen gewechselt haben, begleitet, sind die gleichen Leute, die 2000, ich sage jetzt mal blöd, ein Allianzpapier in der Luft gehalten haben und sagt, guck mal hier, Gott sei Dank bin ich nicht mit diesem Teufelszeug in Berührung. Und die erzählen dir jetzt eine Generation später genau das Gegenteil. Also das ist schon wirklich krass. Ja, ich finde das verrückt. Ne? Zumal ja auch die Leute die Möglichkeit hätten, sich weiterzubilden und über Risiken mal Gedanken zu machen oder überhaupt, was mache ich da langfristig. Ne? Ja, aber die Mehrheit wirklich stur buy and hold, technologielastig bis zum Abwinken. Natürlich gehört eine Tesla dazu und, ne? Und Wahnsinn. Es ist echt Wahnsinn, was die Leute da machen. Ne? Also klar wird sich das dann irgendwann bereinigen, wenn man wirklich mal eine größere Korrektur erlebt, dann sind diese ganzen Buy-and-Hold-Trader, haben da die erste Erfahrung gesammelt, dann wird es interessant, ob sie daraus lernen, aber ist ja Wahnsinn, ne? Und eine ganze Industrie lebt davon, das den Leuten auch so zu verkaufen. Ja, genau. Ja, fast ja. Wohl auch lustig, wie Klaus-Peter die Liste, über was Lustiges, die Liste gezeigt hat, die 40, die er da hatte, und sagte dann, das sind ja alles Top-Werte, ne? Und in dem Augenblick habe ich genau raufgeguckt auf Dollar generell, das ist der Kick von Amerika. General Electric meinst du, ne? Oder was? Nein, Kick, nee, Dollar. Nee, Dollar General meinte er, Frank. Ach so, Dollar General, ja, klar. Das ist der Kickladen, der läuft aber echt gut. Du brauchst ja nein, aber es ist interessant, weil du die gerade erwähnt, die sind ja interessanter Gradmesser jetzt, hatte ich einen Artikel gesehen bezüglich Inflation, weil diese, achtet auch mal drauf, das ist mir auch aufgefallen, es gibt ja auch tatsächlich diese 1-Euro-Läden, die haben alle erhöht, ne? Und dieser Dollar General, das kriegst du jetzt nur noch für 1,50, ne? Also in der USA, die haben auch erhöht und man kann eben daran auch die Inflation messen, ne? Also um 50% im Prinzip haben die ihre Produkte erhöht, ne? Also diese Billigprodukte. Aber Also geht praktisch die Inflation von 1 Dollar auf 1,05 Euro auf 1 Dollar. Genau. Ja. Und der Bettler an der Straße gibt sich auch nicht mehr mit einem Dollar zufrieden. Also Frank, zu deiner Beruhigung, wenn ich Top-Werte meinte, dann sind da viele Top-Werte bei. Und ansonsten, Dirk hat es ja teilweise für mich programmiert, geht mein Ansatz, wenn ich jetzt einen Top-Wert definiere, dann geht der einfach über den Drawdown. Ja, und ich gucke mir auch eine sehr lange Historie den Drawdown an. Ich sag mal, auch in Warren Buffett funktioniert ja nur in unserer Generation. Ja, das war ironisch. Das war jetzt ein bisschen ironisch. Ja, ist mir schon klar. Also das nochmal zur Erklärung. Wenn ich Top-Werte meinte, dann sind da Top-Werte über den Drawdown definiert drin. Und daraus ergibt sich dann, dass das meistens tatsächlich Top-Werte sind. Ne? Also du hattest mir viel zum Beispiel auch was Lustiges auch, weil ich da nämlich auch gerade einen Artikel drüber gelesen hatte. Ein Trader stellte vor, und da hattest du auch einige Werte drin. Alle, der kauft ein Unternehmen, wo das Wort Amerika drin ist. Also US-Bürger. Ja, aber das funktioniert gut, das Depot. Das funktioniert erschreckend gut. Ne? Der hat eben auch so eine American Waters drin. Ne? Also
und was hattest du noch? American Tower und ne, ja. Diese Sachen, die laufen, ne? Überall, wo Amerika drin sind, die Amis stehen darauf, die kaufen alles, wo Amerika draufsteht, ne? Also darf es nicht Germany oder so, dann wird das verkauft, aber ne, also es ist verrückt, dass so etwas läuft, ne? Funktioniert sowas, so ein ganz blöder Ansatz, funktioniert. Bin ich schon irre. Ja. Okay, anyway, ich wollte ein bisschen in der Zeit über den A14, ne? Wir haben ja da unsere A14, das ist die Strategie von EMI, dieser 14-tägige also Laufzeit, maximale Laufzeit, 14 Tage Butterfly, Broken Wing Butterfly. Ne? Wir haben da ja eine Skype-Gruppe, wobei das nur Sinn macht, da reinzukommen, wenn man natürlich auch die Strategie kennt. Wir hatten jetzt eine größere Diskussion, wie weit überhaupt dieser Kalender auf der oberen Seite als Reparatur Sinn macht. Ne? Also über Laufzeit kann man auch noch reden, das ist ein anderes Thema, aber generell, ne, das irritiert einige. Ne? Also das hat, glaube ich, auch gar keiner bei EMI gefragt, ich weiß es nicht. Es gibt ja das berühmte Video von Ron Bertino, 2015 erschienen, wo es um dieses Weighted Vega geht und da räumt er in diesem Video mit mehreren Mythen auf und ein Mythos davon ist eben die Reaktion der Kalender bezüglich Volatilität und er sagt eben, man kann es eben auch auf der Oberseite aufsetzen. Ich habe mir noch gar keine abschließende Meinung gebildet, aber was haltet ihr davon oder wie seht ihr das? Also verstanden, was ich meine vielleicht. Ich zeichne nochmal. Also achso, wir können das ja auch machen. Ich habe hier so ein Beispiel, kein Live-Trade drauf, aber jetzt von der Struktur her, nehmen wir das hier mal raus, das brauchen wir jetzt nicht. Also mal so ein Butterfly von EMI. So, der ist, wie sieht der aus? Warten wir mal bitte. Ne? Also hier so ein Broken Wing-Teil. Ich hoffe, das ist nicht im Wege. Das ist jetzt hier das, was aktuell läuft. Und der Wert ist hier nach oben gelaufen. Und dann kommt ein, ist das überhaupt richtig? Sorry, das ist ein falscher Wert. Das sieht so ähnlich aus. Das ist ja kürzer die Laufzeit. Ich muss es mal aussuchen. Ja. Da ist er. Das war mir gekommen. Sorry. Und ich muss es mal aktualisieren. Kann man mal hin und her schalten. Dann aktualisiert er erst das Ding. Sieht aber so ähnlich aus. Also auch hier so ein Broken Wing-Teil. Der Wert, wie ihr wisst, wir sind nach oben gelaufen und der ist dann repariert worden, halt mit einem Kalender. So, und dieser. Das aktualisieren das auch wieder nicht. TOS hat da echt ein Performance-Problem bei mir. Na, also man hedgt das auf der oberen Seite mit dem Kalender. Und wenn ihr euch so die Lehrbücher anguckt, dann steht da halt immer, also die älteren Lehrbücher steht halt immer drin, Kalender reagiert halt auf ja, steigende Volatilitäten positiv, also Vega Plus. Und wir wissen aber, wenn der Markt nach oben geht, geht in der Regel Vola raus. Na, und deswegen die Frage, macht ein Kalender auf der oberen Seite Sinn. Das machen aber mittlerweile ganz viele. Und ja, also, das ist auch, aber auch wird kritisch beleuchtet halt, was Ron dazu gesagt hat. Ne? Also Kalender, wie reagiert, ist Kalender jetzt Vega Plus oder nicht? Ne? Eure Meinung dazu, eure Erfahrung dazu würde mich mal interessieren. Ja, vom Chat vielleicht was dazu. Nee, das noch zum anderen Thema. Also, worum geht es? Welches Video ist das überhaupt, was ich da erzähle? Das sollte ich vielleicht nochmal kurz zeigen, unbedingt für jeden anzusehen. Sonst würde man jetzt wahrscheinlich, oder machen wir das so, wir können das ja nochmal später diskutieren. Also, wenn ihr guckt euch vielleicht erstmal das Video an, worum es überhaupt geht, was ich hier erwähne. Wenn ihr hier eingibt, Ron Bertino. Und dann Rated, ich sage das richtig, Vega, dann müsste auch nicht dieses Video kommen. Ja, das ist hier Roundtable, Ron Bertino, Rated Vega, hier, darum geht es doch an. Ne? Oder hier dieser Artikel Rated Vega, wo er dann hier halt mit diesem Mythos bezüglich diesem Kalender aufräumt. Ne? Also das ist ein etwas längeres Teil. Ich glaube, das ist sogar ein identisches Video hier, ist ein unterschiedlicher Screenshot, also da mal reingucken, dann versteht ihr vielleicht eher, worum es da geht, wenn jemand dem nicht ganz so folgen kann. Also es geht um die Frage, ist ein Kalender sehr Vega
positiv, so wie hier in der Software auch dargestellt wird, oder kann man den eben auch auf der oberen Seite anwenden? Also es gibt ja auch ähnliche Strategien, wie Emi das macht, die dann halt oben mit, eher mit einem Butterfly reparieren, sie repariert mit einem Kalender, was wir ja auch in der Gruppe so machen, finde ich aber durchaus eine Fragestellung, die mich mal interessieren würde. Ja, da haben wir das Problem ja schon, wenn du ganz kurz fragst. Mhm. Gut, jetzt sind in der Gruppe hier heute 11. So, wir brauchen, wenn wir überhaupt mitreden will, der braucht ein ordentliches Optionsprogramm, sprich TOS oder sprich One. Weil du musst ja einsehen, wenn ich mir das jetzt angucke, nur dieses Ding jetzt hier mit dem SPX, ne? So, wenn du jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite da, wenn du kein Programm hast, du weißt an sich gar nicht, was passiert da genau. Ja, und du weißt zum Beispiel, und du weißt zum Beispiel auch gar nicht, wenn sich die Wohle anhält oder runter, das kannst du nur mit diesem System machen. Das kannst du so mit dem bloßen Auge gar nicht sehen. Ja gut, bleibt aber trotzdem noch die Fragestellung. Wir haben ja schon beobachtet, dass diese Kalender zum größten Teil falsch dargestellt werden. Sowohl in der One als auch in der TOS oder in P&L. Ja, weil auch teilweise da das Problem ist mit der Wohle. Ne? Genau, also was wir wissen, ist ganz klar, Markt geht nach oben, ne? Also SPX geht Wohle rauf, Markt geht nach unten, geht Wohle rauf. Ne? Also dieses Gesetz, nennen wir das ruhig mal Gesetz, ist gegeben. Ne? So davon abhängig müsste man ja, wenn man auf der oberen Seite repariert, also es wird repariert nicht jetzt, wo der Markt ist, sondern es wird in dem Augenblick repariert, wo man hier aus dem Butterfly rausläuft, in dem Tag wird dann repariert. Also der Kalender wurde dann am nächsten Tag aufgesetzt. Like Amy, exakt so, wie sie das da vorschlägt, da passiert eben Folgendes, ne, die Frage, wenn ich also aus dem Geld nach oben hin einen Kalender aufsetze, mache ich da nicht irgendwie im Hinblick auf der Volatilität eben einen Fehler, ne? Und wie gesagt, Ron sagt ja auch, man kann das so machen, aber da, wie gesagt, da sind die Meinungen sehr, sehr unterschiedlich, wenn man da mal die Videos so guckt. Ich habe mir da, wie gesagt, selber noch keine abschließende Meinung gebildet. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Ne? Also der Vorteil des Kalenders ist natürlich, wenn ich den Kalender als Reparatur, unten müssen wir nicht drüber reden, das ist sicherlich gar keine Frage, unten Kalender, da wissen wir, wo der geht rauf, ist gesund den Kalender, aber auf der oberen Seite hat den Vorteil, dass es natürlich relativ einfach ist. Ne? Das ist möglichst ist eine einfache Geschichte, den Kalender aufzusetzen, als alternativ da oben ein Konto oder ein Butterfly aufzusetzen. Ne? Ein bisschen leichter. Ne? Oh, du hast ja auch, du hast ja zum Beispiel auch, jetzt guck dir das Ding mal an, ne? Und nehmen wir mal die rechte Seite. So, man versucht ja immer, dass man ins Zelt reinkommt. Jetzt bist du praktisch bei, wenn man bei 4,32 da ungefähr, ne? Nee, wir sind kurz vor der 4,5. Ich gehe davon aus, wenn das funktioniert. Ja, okay, wenn man da wieder reinläuft. Ja, klar. Nehmen wir mal an, bei 4,432, du gehst weiter links rüber, ne? So, wir laufen wieder zurück. Ja, genau, okay. Dann bist du im Zelt drin, dann kannst du ja rausgehen. So, jetzt, das ist ja ein klaren Profit-Target. Das genau, ist ja, ja. Genau, jetzt sagst du zu dir halt, stopp, das ist mir zu wenig. Jetzt musst du ja praktisch das Ding nach unten aushalten. Bei 4, ne? So, den aushalten. Wenn er jetzt rüber geht auf 4, sag ich mal, 4,3, 70, ne? Der bist ja im Zelt drin. Also du hast ja Luft letztendlich etwa bis zum Ende des Zeltes. Ja, ne? Also, aber da gehst du ja gar nicht rein, weil wenn du jetzt, sag ich mal, wenn du die TOS hast oder die One, ne? Und hast Erfahrung, dann machst du das vielleicht, aber du wirst ja höchstwahrscheinlich bei dem kleinen Zelt da auf der rechten Seite, ne? Da wirst du ja wahrscheinlich schon rausgehen, weil du willst ja nicht den Stress auf der linken Seite mit runternehmen. Ja gut, du müsstest dir ja die Regeln natürlich genauer angucken, um zu verstehen, worum es da eigentlich geht. Wie da der Exit ist, der ist jetzt nicht da abhängig, wo man ist, sondern der ist 5% auf das Margin, das ist das Regelwerk. Mir ging es eher darum, um die Frage, macht Reparatur auf der Oberseite, jetzt nicht nur bezogen auf Emi, sondern generell, ne, das gilt auch für andere Geschichten, macht ein Kalender auf der oberen Seite Sinn? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Das müssen wir jetzt gar nicht hier bei Emi, sondern generell. Ne? Also so im Depot. Aber wir wissen ja auch, das hat Ottmar ja mit mir mal erklärt, ich weiß nicht, ob ich genau zugehört habe, dass Emi ja auch beim Rollen
sie rollt ja immer nur in die nächste Woche rein. Sie rollt ja nicht. Nein, vergiss das mal. Da, du verwechselst dazu viel. Das sind wieder andere Strategien. Also, wir reden jetzt hier nur über den 14-tägigen Butterfly, den wir nennen es immer T14. Aber ich bin mal gar nicht bei Amy jetzt. Das ist so. Also, bei Amy ist es so, sie rollt innerhalb der Expiration bei ihren alten Systemen. Das heißt, bei dem Nest, Iron Condor, bei dem Weirdor und dann bei dem asymmetrischen Iron Condor. Diese Horizontal Spreads, die sie mitbenutzt als Reparatur, als Ausgleich, da gilt das nicht. Aber das ist ja so, da nimmt sie auch sehr, sehr kurze Teile. Ja, genau. Also, okay. Vielleicht auf der linken Seite. Ja, ich wollte mich da auch gar nicht jetzt bei Amy, sondern die Idee finde ich ja interessant. Ne? Also wenn das tatsächlich so geht, wäre ich ein riesen Freund davon, ne? Weil es relativ schnell geht, auf der oberen Seite einfach mal so einen Kalender aufzusetzen. Weil der Kalender hat einen riesen Vorteil, dass er auch nicht so viel abgibt. Ne? Das ist auf jeden Fall sympathisch. Ne, in der Regel arbeite ich oben eher mit Butterflies, aber mich interessiert da mehr, vielleicht haben wir da auch noch nicht genügend Leute, die Erfahrung haben. Ja, guckt euch einfach mal die Geschichten von Rhonda an, um grundsätzlich diese Frage zu diskutieren. Ist natürlich sehr, sehr, sehr also, speziell. Ron ist ja da sehr hitzig auch. Es gibt sehr schönes Video aus der Raleigh-Durham Traders Meetup Group, die einmal im Monat ein Meeting halten zu Zeiten, wo Europäer nicht dabei sein können, nämlich irgendwo nach europäischer Zeit startet das um 1 Uhr nachts. Deswegen kann man leider nicht mitdiskutieren, aber das ist immer sehr gut und ist bei Aeromir auch meistens abgespeichert, soweit es nicht ein nicht gelistetes Video ist. Und da hatte ich, glaube ich, schon mal empfohlen, da könntet ihr euch angucken. Im letzten Jahr gab es zu Kalender diverse Dinge von zwei von einem Typen, der zum Kalenderspreads, Mark Mosley. Mosley ist seit Anfang an dabei. Und sein erstes Video dazu, da hat sich dann Ron Bertino persönlich eingeschaltet und argumentiert, das war ein reiner Kalender. Also Mark Mosley handelt einen reinen Kalender, so wie man früher reine Butterflies gehandelt hat oder ein Straddle gehandelt hat, wo man so ram oder ein Iron Condor, so nimmt er einen reinen Kalender und sagt, die Dinger verdienen Geld und zwar stabiler als alles, was er vorher gemacht hat, insbesondere Net Zero und solche Geschichten, die alle mal funktioniert haben, wo er sagte, aber sie haben den Test der Zeit im Endeffekt bei ihm nicht überstanden. Und der hat dann diese Kalenders gemacht, propagiert die. Und jetzt der kleine Seitenhieb, lieber Dirk, er nimmt $100 die Stunde. Aber er hat das sehr gut dargestellt. Und in der Darstellung hat sich dann Ron Bertino eingeschaltet und gesagt, das sei alles gefährlich. Die Leute wüssten nicht mehr, auf welchem gefährlichen Gebiet sie sind, weil One und Option View, falsche Darstellungen machen. Und es gab eine halbstündige Diskussion, die ist ansehenswert, darüber, ob sich das, was man dort an Irrungen und Wirrungen in der Optionssoftware sieht, ob sich das eigentlich wirklich in der Kasse auswirkt. Also insofern kann ich nur empfehlen, jedem sei es dargestellt. Und Mark Mosley hat ein zweites, genau da ist es, hat noch ein zweites, neueres Seminar gemacht, wo er dann ein Update gemacht hat, wie sich das weiterentwickelt hat. Also beides kann ich empfehlen. Und außerdem ist es so, wenn man ihn anruft über Skype oder so, und dann plaudert er auch mal ohne eine Rechnung. Genau, das ist es. Das ist das Teil, das Oberste. Das ist das, was ich empfehle. Und drunter ist das ist der Lagebericht sozusagen. Genau. Ja, sehr spannend. Ne? Also das ist natürlich, also diese, muss man ganz ehrlich sagen, die sind tiefer im Thema drin, beide, ne? Ganz klar. Ne? So, und für uns natürlich irre schwierig, wer hat denn da recht? Ne? Also mittlerweile sehe ich es auch so, den Programm, oder wir haben genügend Beispiele, kann man da nicht wirklich vertrauen. Natürlich könnte ich auch nicht sagen, was stattdessen. Ne?
Also die Darstellung, die besonders die T+0-Linie mag ja noch akkurat sein, aber spätestens bei der Expiration-Line hört es auf. Ne? Das ist, denke ich mir, sowieso Stand der Dinge, wenn man eine Weile dabei ist. Ne? Also der Mark Mosley ist ein reiner Pragmatiker, ist kein Theoretiker. Genau das Gegenteil. Ron Bertino, Und Ron Bertino ist ein reiner Theoretiker, der auch an der Universität gelectured hat. Und da kann ich mir nur die Bemerkung erlauben, er hat ja einen teuren Kurs mal verkauft, da diesen allgemeinen, wie man seinen Space Strip Trade und macht. Und erst nachdem seine Anwender das live ein halbes Jahr getradet haben, hat er festgestellt, dass es von den Gebühren zu teuer ist und er musste ein bisschen was umbauen. Also das nur so als kleines Schmankerl. Ich will ihn nicht herabsetzen. Ich sage nur, das sind zwei unterschiedliche Absätze und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Wahrscheinlich. Ne? Gut, dann, uns geht es ja auch tatsächlich, also ich ticke so mehr um die praktische Anwendung. Mag ja theoretisch dann durchaus vielleicht nicht ganz korrekt sein. Ne? Aber ich weiß, der Mark Mosley, den kannte ich eigentlich schon sehr lange, weil er sich damals dann bei dem Net Zero eingeschaltet hat, beziehungsweise die Systematik dort deutlich aus meiner Sicht vereinfacht hat. Die denke ich mir auch für die nicht denke, sondern die ich sehr gut finde, und zwar das berühmte Delta-Theta-Ratio. Und das lässt sich wunderbar eben bei vielen anderen, sagen wir mal, T+0-Strategien wunderbar anwenden. Ne? Das ist so das, worauf ich am meisten gucke, wie ist das Delta-Theta-Ratio. Ne? Also bei Kalenders vielleicht noch so als Empfehlung, es gibt da auf YouTube diverse Videos eines Herrn Ryan James. Und Ryan James baut sowas Ähnliches wie Amy auf. Wie schreibt sich der Ryan James? Ryan, wie ist gefragter Ryan James? Gib doch einfach zu Ryan James Kalender. Gib das mal rein. Rein ist ja klar. Nee, rein mit Y irgendwie mal, ne? Ja, kann natürlich auch sein. Das sehe ich dabei nicht. Da kommt doch Kalender over. Nee, geh mal weiter runter. Zieh mal weiter runter. Ja, mit Y, schreibt er sich rein, logisch. Da schreibt sich keiner mit I da drüben. Nee, da ist er nicht dabei. Ich muss auf meinen Rechner schauen sonst. Ja, oder schick das nochmal nach oder so. Ja. Das scheint es. Ne? Ich kann ja gleich mal drauf eingehen. Oder einfach Optionen rein, James, gebe ich mal nur Options ein. Ach, Kalenders, okay. Die auf X. Ja, da kriegt man nur Blödsinn offensichtlich. Rein Options. Nee, das ist ein weißer. Nicht, da ist doch der hier. Ich mal gucken. Also ich habe den jetzt auch mit Y geschrieben. Jetzt gucken wir mal. Kalender Intro. Ja, da du musst Kalender Options schreiben, sonst kriegst du die ganzen Weihnachtskalender. Ja, genau. Habe ich vielleicht auch gesucht, genau. Das könnte es vielleicht sein. Der kommt mal bekannt vor, der Typ, genau. Ja, das ist Sid Freud. Ja, aber nee, den meine ich jetzt nicht. Der erste ist das klar. Compounding strategy using the crazy open calendar spread. Genau. Okay. Jones heißt er, nicht James Jones. Entschuldigung. Ja, da steht Ryan Jones. Ja, da haben wir das. Genau. Das kann man auch und wenn du da reingehst und gehst mal ungefähr auf die Minute 45 oder sowas. Ja, ich glaube, das wird die Grafiken erkennen, wenn ich das mache, aber ich weiß nicht. Welche Minute? Irgendwo bei 45, also die hinteren Minuten. Also das ist jetzt blöd, jetzt höre ich jetzt die Minuten. Tief vorziehen, genau, da, ja, wenn du eine Grafik siehst. Da, ja, genau, klick mal einfach drauf und dann musst du nur auf den Pfeil da gehen. So, da siehst du so die Konstrukte. Nach dem Motto, kann nicht schief gehen. Ja, verstehe. Und da siehst du auch einen Kalender da gebaut und einen Gegenkalender gebaut. Ja, das ist jetzt erinnere ich mich auch wieder daran, selbst der Mark Mosley hat ja auch eben teilweise auf der oberen Seite Kalender gebastelt. Ne? Genau. Du kannst ja hier sehen, wenn du jetzt weiter gucken würdest, dass die Expiration, hier hat er die einzelnen Calls, die blaue und die gelbe, und die rote ist die kombinierte T-Linie. So. Und dasselbe kannst du mit Calls wieder spiegeln, dann hast du auf beiden Seiten das Ganze. Aber da war genau das Problem. Wir haben uns die Dinge ja mal angeguckt
Und zwar zu den Earnings, ne? Ja. Und die eine Seite lief gut, aber die andere Seite ist kaputt gemacht. Ja, also ich kann es dir nur sagen, guckst dir an, ich bin kein Earnings-Fan, ich kenne mich mit Earnings nicht aus. Nee, also wenn du die anguckst, also sobald sich die Wohler hochhebt, ja, funktioniert das Ding auch top. Nur du musst einsehen, die andere Seite, die sich nicht hebt, die reißt sich ins Minus. Gut, du kommst meist mit Plus raus, aber du hast da den Puffer drin auf der anderen Seite, ne? Ja gut, aber nochmal deutlich, das ist ja nun deutlich nachgewiesen, dass Kalenderspreads vor Earnings durchaus Sinn machen. Ne? Da, ich habe ja gerade geredet, Dirk, während der Earnings. Ja, aber was Hauptproblem ist, denke ich mir, was wir hier eben auch sehen, ist tatsächlich die Modellierung in den einzelnen Programmen akkurat. Ne? So, ja, das ist eben noch die große Frage. Also das, ne? Das Problem ist einfach, die Optionssoftware ist da nicht gut genug, auch weil sie online sein muss, weil sie real-time sein muss. Ja, also ihr habt da sehr schön gesagt, wie gut OptionView und Net oder OptionNet, aber wenn ihr den Lore euch anguckt, die Lores, die diversen, auch Christian Schwarzkopf aus dem Februar 2018, da kann ich mich gut erinnern, wo er darüber sprach, dass also alles das nicht stimmte, was die angezeigt haben. Ja, ich hatte auch mit Christian da einiges und hatten wir uns nämlich auch Kalender angeguckt. Da hatten wir X-Programme und derselbe konstruierte Kalender unter total unterschiedlicher Ausrichtung. Das ist das Problem. Und beides hatte nichts mit der Realität zu tun. Das war das Problem. Auch in den ganz normalen, Railroad Trip da, also was die Optionsuniversum Leute machen da. Das ist das Problem und deswegen. War das Problem die Wohler? Nein, das Problem ist. Es geht um das Design vor allem, über schwierig vom Modeling her, Strukturen aufzubauen, die unterschiedliche Laufzeiten beinhalten. Das ist eine. Und das andere ist, dass die Realtime richtig korrekt berechnen bei diesen irren unterschiedlichen Preisen, die darüber kommen. Mhm. Weil du hast ja in dem Augenblick enorme Spreads dazwischen und. Mhm. Also das war alles überfordert eigentlich irgendwie. Ja, und das, was du sagtest, ne, gerade jetzt am Montag, ne, da haben wir ja gesehen, was da für gigantische Spreads-Ausweitungen waren. Also ich war zum Glück so aufgestellt, dass ich da halbwegs, also ich musste einen Butterfly auch schließen und bei IB war das eine Katastrophe, aus dem Ding überhaupt rauszukommen. Ja. Ne? Da wirst du auch von den, denke ich mir, auch wenn ich es nicht belegen kann, von den Market-Makern. Also da bist du abgezockt. Also IB ist dabei nicht die beste Adresse. Dirk, darf ich nochmal hinweisen, deine Seite, die du gerade im Bildschirm hast, rechts, der zweite Titel, Ryan Jones, Blueprint for Becoming a Millionaire sozusagen, ist sehenswert. Okay. Ist wirklich, und zwar, es geht um Kalenders. Wie wird man mit Kalender reich? Ob es stimmt, kann ich nicht unterschreiben, aber es war sehenswert. Ja, glaube ich. Also mehrere Sachen, danke für den Hinweis. Immer gut, sowas zu sehen. Gerade davon leben wir ja. Ne? Also das macht ja gerade die Sache spannend, dass wir uns da Anregungen holen von den Leuten, die da auch schon viel reich werden. Nö, nicht reich, ja, reich. Es geht darum, dass man Strategien findet, die sich auch irgendwie in der Praxis bewähren. Es nützt ja nichts, wenn dir irgendjemand erzählt, ne, man könnte das so oder so machen. Ne? Da ist wahrscheinlich auch, fand ich das Beispiel ganz gut beim Ron. Ne? Also Ron ist ganz klar der Mega-Theoretiker. Und da haben wir ja auch die Szenario, in der Theorie funktioniert das ganz gut, aber in der Praxis, ne, da ist mir eher dann, bin ich eher auf der Seite, wenn man sagt, zeigt jemand, dass es funktioniert. Ne? Guck mal, Rompertino, ne, hat zum Beispiel nach dem Corona-Crash überhaupt nicht mehr funktioniert. Hättest du das Ding aber, sag ich mal, im November aufgesetzt, wo der Lore war, ne, und du hättest das Ding durchgehalten und jetzt wird der Crash gekommen da. Da muss er differenzieren, er hat ja X-Strategien. Du müsstest schon sagen, welche Strategie gibt es jetzt mal. Wenn du jetzt diesen Rombertino-Trade aufgesetzt hättest. Es gibt keinen Rombertino-Trade. Du müsstest schon konkret sagen, welche Strategie du meinst. Meinst du den Space-Trip? Meinst du den... Muss ich nochmal gucken. Weil wir meinst du den Black Swan Hedge? Die Hedge Factory, genau. Die Factory. Jetzt beim Space-Trip gibt es, glaube ich, 7 Varianten. Ne? Ja, aber wir hatten,
Wir hatten ja nach dem Corona-Crash davon ausgegangen, dass der Markt nochmal weiter runtergeht. Du redest wahrscheinlich von einem Black Swan Hedge. Der ist ja nicht aufgegangen, aber hättest du den aufgesetzt? Doch, im Backspread, also der Backspread funktioniert sehr schön im Corona-Crash. Der Backspread hat aus meiner Sicht ein großes Problem, dass der einfach zu sehr erodiert in den Phasen, wo nichts passiert. Der ist teurer als von den Beschreibungen. In der Praxis wird der mir zu teuer, deswegen bin ich davon abgekommen. Ne? Nein, der ist ja nach dem Corona-Crash nicht aufgegangen, weil der Markt ja sich vorkommen wieder nach oben entwickelt hat. Nein, du musst natürlich, das wie bei all diesen Hedges, brauchst du natürlich dann auch einen vernünftigen Exit. Aber wenn du mal am 20. März rausgegangen wärst, systematisch, dann hätte auch dieser Backspread war gigantische Gewinne. Ich habe den ja im Vergleich auch gehabt. Der ist nicht getradet, aber ich habe mir das ja angeguckt im Backspread. Ja. Also der hat schon super funktioniert, ohne Frage. Ja. Nur der gibt sonst zu viel ab. Bitte? Ja, da hast du recht. Wenn du drin gewesen wärst, aber nach dem Corona-Crash nicht mehr. Wir reden ja auch nicht nach dem Corona. Wir reden jetzt, es geht um die Frage, bringt der als Hedge-Wirkung, bringt der gigantisch viel? Das ist gut. Der bringt eine ganze Menge. Problem ist nochmal, wir haben ja nicht Crash rund um die Uhr, sondern wir haben viele Phasen, wo wir wissen, wo der Markt rumdümpelt oder nach oben geht, dann verliert halt dieser Backspread einfach zu viel Kohle. Ja, richtig. Aber hättest du zum Beispiel jetzt im November, wo die ersten Warnsignale, hättest du den Backspread nämlich aufgesetzt, dann hättest du dich dumm und düdelig im März verdient mit dem Ding. Ja, begrenzt ist das oben auch, ne? Aber da muss man mal vergleichen, ne? Also das Problem ist, wie bei all diesen Dingern, die Strategie ist okay, aber man muss ja auch noch andere Kriterien zugrunde legen, was ein Hedge ausmacht. Der Backspread, muss man auch ehrlich sagen, je nach natürlich nach Broker, wenn du jetzt, sagen wir mal, so einen Standardbroker hast und du hast da nicht so ein fettes Core-Konto, dann ist der extrem margin-intensiv, ne? Der Broker lässt sich da die unterste Teil der Jauchegrube bezahlen. Das ist nicht, also ich finde, es ist eine gute Strategie, aber die ist eben auch nicht so praktikabel, wie Ron das darstellt. Jetzt habe ich den Namen auch wieder, diese Backspreads, die muss ich mir nochmal genauer angucken, weil die können nämlich auch funktionieren, nur in ein ganz gewisses, das hat mir Opa mal erzählt, dieser Backspread, die bringen sehr wohl was. Du musst so ganz genau wissen, in welchem Markt bist du gerade drin, ne? Ja, das gilt bei all diesen Hedges. Aber der Nachteil nochmal bei diesem Backspread ist vor allem in den Phasen, wo eben nichts passiert, gibst du da einfach zu viel ab. Der ist zu teuer. Genau. Der ist margin-intensiv und also ich kann das immer kurz aufzeichnen, worüber reden wir überhaupt, damit das irgendwie klar ist. Ich will eine weiße Oberfläche haben. Weil wenn du da in so einem speziellen Markt drin bist, funktioniert top. Der Backspread sieht ja gezeichnet, wo ich denn das hier mal was zeichnen kann. Genau, das habe ich genau auch wieder. Sieht ja, ich zeichne den mal grob, ne? Also irgendwie, das ist eben auch die Problematik. Ne? Also der wird so aufgesetzt, 20% unter Markt, dann kommt hier die Jauchegrube und so sieht das Ding aus, grob. Ne? So, das Problem ist, und das zeichne ich jetzt mal da drüber, ist, wenn man jetzt hier, sieht ja so aus, per Expiration-Linie ist auch wichtig, dass man hier plus minus null ist am Ende. Aber zwischendurch sieht die T plus X-Linie, die geht jeden Tag immer hier so einen Tick weiter runter. Ja. So, und das Problem ist eben, dass man dann sogar am Geld erstmal Geld verliert. Und dann wird das Risiko auch immer größer. Wenn der Markt dann zurückgeht, dann reagiert gar nicht mehr dieser Backspread, sondern man geht hier erstmal in den Verlust richtig rein. Das ist die Problematik. Und was eben noch hinzukommt, der Broker lässt sich hier diese Tiefe der Jauchegrube je nach Margin-Anforderungen entsprechend bezahlen. Also der ist nicht günstig, beziehungsweise spätestens auch bei einem Portfolio-Margin und man läuft hier rüber, dann steigt die Margin-Anforderung hier gigantisch an bei diesen Geschichten. Also es ist kein einfaches Konstrukt. Da bist du mit deinem Teenies oder Wix-Calls, ne? Es ist deutlich einfacher und kosten weniger als gegebenenfalls das hier. Die sind teuer. Ne? Das ist dasselbe Konstrukt übrigens, Airbag. Ne? Das ist im Prinzip dasselbe Airbag und bezieht sich auf den Black Swan. Also die Airbags haben ein Problem, dass sie irgendwann, wenn sie immer anbauen, zu unübersichtlich werden. Was du hier gerade angezeichnet hast, nehmen wir mal an, da auf der linken Seite, da bist du, sag ich mal, auf Deutsch in der Jauchegrube drin. Wenn du jetzt die Nerven behältst, irgendwann geht das Ding dann nach oben, ne? Dann müsste praktisch bei den Backspreads in dem richtigen Augenblick, da wo das Ding runterschießt, da müsste man sich praktisch nochmal absichern, damit du irgendwann das Ding nach oben mitnimmst. Wenn der nach oben geht,
dann klingelt er ja richtig, ne? Ja, natürlich. Aber das ist ja nur immer eine kleine Frage. Das Problem ist, ich habe die in der Praxis, ich habe das ja getradet. Also ich habe das über mehrere Monate getradet, die wirklich regelbasiert nach Bonvertino, und es entstanden da nicht unerhebliche Kosten. Ne? Es war an dem Zeitpunkt ist auch nichts passiert. Du bist auch zu lange drin. Ja? Nee, es wird regelmäßig gerollt, es wird dann jeden Monat wieder neu aufgesetzt, aber trotzdem, die verlieren deutlich mehr als so ein Backspread standardmäßig. Man kann das auch noch machen. Ich habe noch Varianten gespielt. Ne? Man muss hier auch nicht denselben Strike-Preis, man kann eben die Jauchegrube auch entschärfen, indem man hier mit zwei Strikes arbeitet. Ne? Das kann man auch machen, aber trotzdem, das ist keine Strategie, die mich auf Dauer, also in der Praxis ich glaube, das dauert das zu lange, und die Backspreads haben wir gesehen, das machen die in Berlin ja auch. Das wird einfach zu unübersichtlich. Layering nennt sich das, Ron, oder man könnte auch sagen, pyramidisiert die Geschichte. Das ist immer die Frage, muss man das machen? Weil dann bist du entweder Underhedge oder Overhedge. Hedgen kostet schlicht und einfach Geld. Punkt. Ja. Und wenn du stattdessen nur dann hedgen willst, die Versicherung abschließen willst, bevor es brennt, dann kann ich dir sagen, okay, dann musst du, das funktioniert nur, wenn du den Brand selbst inszenierst. Richtig, ja, gebe ich dir recht. Ne? Das ist ja hier auch von Ron durchaus als Dauerhedge konzipiert. Aber wie gesagt, man kann ja auch die einzelnen Hedge-Modelle auch ein wesentliches Kriterium dahingehend beurteilen, was haben die für Kosten. Ne? Und der Backspread hier, die like Ron, ist schon sehr kostenintensiv, finde ich. Ja, du musst auch mal einziehen. Ottmar hat ja auch ein Haus, und Ottmar hat ja auch eine Versicherung, wenn das Haus mal abbrennt. Die Versicherung, Ottmar, die du hast, steht ja kein Verhältnis zu dem Verkehrswert von deinem Haus. Aber hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zu einer klassischen, das ist aber gerne auch zu Recht, diese Vergleiche. Ein wesentlicher Unterschied ist hier beim Backspread, und das ist eben im Vergleich zum Teenie oder zum VIX-Call, solchen Einbeugeschichten. Wenn du ein Teenie kaufst oder ein VIX-Call, dann weißt du, diese Versicherung lege ich auf den Tisch, nicht mehr und nicht weniger. Wenn ich ein Backspread kaufe, kann es eben sein, dass ich da sogar deutlich, da weißt du gar nicht, was du letztendlich, da kann sich die Versicherung, wenn du da nicht aufpasst, durchaus extrem erhöhen während der Laufzeit. Ne? Das wäre sozusagen eine Hausversicherung, die variabel ist, ne? Und nicht fest, ne? Und die sich gegebenenfalls richtig heftig erhöhen kann. Also die variablen Bauherrnzinsen, die schon. Genau so, das wäre ein guter Vergleich. Völlig richtig. Deswegen unterhalten wir uns Montag hier auch über diverse Strategien, die für jeden passt. Ja, genau, das ist ein wichtiger Punkt. Ne? Das gibt es natürlich generell Kriterien, die man für, also ich habe das ja gemacht für so ein, beim Optionsreport mal so einen Vortrag, einfach, was soll eigentlich im Idealfall ein Hedge machen? Das ist ganz klar, es soll möglichst wenig kosten, und er soll reagieren im wesentlichen Sinne, wenn es tatsächlich kracht. Ne? So, das soll ein Hedge machen. Meine Versicherung sieht ja anders aus, wie ob man sagt, ich habe hier eine Mietwohnung. Da bin ich ja anders, sag ich mal, gehasht, in Anführungsstrichen, wie einer, der ein Haus hat oder ein Mietshaus hat. Also, aber du hast ja auch Versicherungen oder so weiter, ne? Aber du musst ja mal einsehen, wenn du ein Haus hast, bist du natürlich, sag ich mal, höher abgehasht, wie einer, also das ist... Also der wesentliche Vorteil an der Börse, um das jetzt auch nochmal festzuhalten, ist natürlich gegenüber einer Hausrat oder Hausratversicherung zum Beispiel deutlich besser. Wir wissen, am Ende wird hier wenigstens bei den Optionen gezahlt. Ne? Bei den Hausratsversicherungen und so weiter, ich habe das selber in meinem Leben erlebt, als das Elternhaus abgebrannt ist, ne? Dann geht die Diskussion los, was da wirklich gezahlt wird. Das hast du zum Glück beim Broker nicht. Ne? Du kriegst dann auch deine Kohle, wenn es brennt. Wenn die Hütte brennt, dann reagiert das Ding auch. Das ist schon mal positiv. Von der Versicherung geht die Diskussion los, wenn du einen Schadensfall hast. Okay, aber ein anderes Thema. Ja, okay, ich würde sagen, ich hatte noch, das können wir vielleicht beim nächsten Mal. Also wenn wir noch mehr über, sagen wir, solche Optionsfeinheiten reden möchten, dann wäre es gut, wenn ihr euch die heute genannten Videos mal antut, um da auch zu verstehen, was wir da eigentlich diskutieren. Ne? Aber das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ist natürlich nicht einfach und ist auch schwer zu beurteilen. Vor allem, man braucht ja auch mal die praktische Erfahrung. Aber ich hatte ja auch noch dieses Thema Laufzeit der Kalender bei EMI. Was mache ich vielleicht besser beim nächsten Mal? Das ist ja heute auch genügend Stoff heute gewesen.
Habt ihr noch Anregungen, Ideen? Also, das ist ja auch nicht immer so was Komplexes. Nochmal, Dirk, nochmal zu der Sache mit der Laufzeit. Wir haben uns ja auch so ein bisschen gefetzt. Nur mal, mein Punkt ist nur einfach eins. Wir müssen unterscheiden, sowohl bei Erik als auch bei Amy, wofür, was ist das, was sie präsentieren? Die präsentieren immer ein System, das verhältnismäßig haftungsfrei ist. Das heißt, es greift einen gewissen Rahmen. Sie können nicht groß verklagt werden, wenn es genauso gemacht wird, wie sie es machen. Und es ist nach gewissen Gesichtspunkten adaptiert. Man kann variieren ohne Ende. Nur dann sind es eigentlich nicht mehr diese Systeme. Dann ist es eben eine Variation. Und bei John Locke haben die dann immer einen eigenen Namen. Das sind immer neue Systeme. Das ist zwar auch ein bisschen witzig, aber er nimmt dann jedes Mal auch immer richtig Geld wieder dafür. Und das klar. Martin, das ist ja auch, die sind ja auch, die kriegen ja auch Anforderungen von ihren Leuten. Ne? Die Mehrheit der Leute wollen ja irgendwie klareres System. Genau, haben, ne? Genau. Klares so, Regelwerk und so wird das verkauft. Nur das ist es und nichts anderes ist es. Und ich möchte auch nochmal, vorhin hat mich ein guter Freund, den ich hier mit nochmal grüße, obwohl ich glaube, er hat sich gerade ausgeschaltet, aus einer großen Autostadt in Deutschland. Der hat mir geschrieben, der A14, es sei doch ein A14, Dirks Ding, weil es dauert ja 14 Tage DTE. Der A14 ist nicht benannt nach den 14 Tagen, sondern A14 ist, das ist in irgendwelchen Vorgesprächen, kann man das mitbekommen, resultiert aus einem in Amerika viral umgehenden Video von Tom Hanks, wo Tom Hanks beschreibt, wie er macht eine Fernsehaufnahme irgendwo bei Dresden und wie er auf der Autobahn, auf der A14, dass das also die Highway ohne alles, also wo es nichts Besseres gibt sozusagen. Und deswegen ist A14 ist so der Begriff für der schnellste Weg zum schnellen Geld sozusagen. Ja. So. Das ist, daher kommt der Name. Also ich bin da auch völlig entspannt. Ich meine, wenn man eine eigene Variante hat, soll man, kann man dann meinetwegen auch einen neuen Namen definieren. Das meine ich. Also, bei dem Autoren zumindest sollte man immer noch sagen, okay, das ist Variante, aber Basisidee war immer noch Amy. Ne? Das sollte man natürlich auch dazu sagen. Okay. Das wäre eine fiese Nummer, wenn ich jetzt sagen würde, ich mache da eine kleine Variante und dann, das machen ja einige, und dann verkaufe ich das als irgendwie Dirk Legan T-Shirt. Nee, das wäre auch unfair. Dirk, dann wäre ich hier nicht mehr drin. Also du machst das gut, dass du da immer auch die Entwickler entsprechend benennst und deren Anteil. Man kann die natürlich weiterentwickeln. Nur da muss man sagen, das ist dann natürlich ein weiterentwickeltes Modell und das ist vielleicht nicht mehr so für die Neueinsteiger, die man gerade hat, das Richtige. Ja gut, hier ist es in dem Beispiel, was ich noch zeigen will, eine Vereinfachung, aber grundsätzlich klar, ne? Man kann es dann auch vergleichen und man sollte es in die Benennung, ne? Kann man ja dann Variante, ne? Als Variante bezeichnen. Also ich komme da aus meiner früheren Berufserfahrung, wo man immer hatte, dass die Leute, wenn man fragt, habt ihr es gemacht, wie getan? Dann sagen die, ja, wir haben nur ein bisschen hier was anders und da was anders. Sie haben es also verschlimmbessert. Und sie haben es verbessert an einem Punkt, aber haben die Verschlechterung auf einer anderen Seite gar nicht gesehen, die dann kommt. Deswegen war die Gefahr ist natürlich immer, aber ich meine, wir sind da ja völlig frei, da unsere, man kann ja dann auch rein formal, das lässt sich auch formal beurteilen, indem man dann einfach diese beiden Varianten miteinander vergleicht. Ne? Es ist, also wir wissen ja sowieso aus der Erfahrung, und da gebe ich dir absolut recht, wenn ich an der einen Seite schraube, hat manchmal auch wieder Nachteile auf der anderen Seite. Da gibt das ist das Problem. Das kommt wenn man das, hin, ne? Wenn man das schon, findet hier wenn man das schon sieht, wenn man das schon sieht, ist es ja schon gut. Aber viele Leute sehen ja gar nicht, dass es eine Auswirkung auf der anderen Seite hat, die dann sich irgendwann katastrophal auswirken können. Aber man hat ja dann ganz einfache Möglichkeiten. Man kann dann eben im Live-Training die beiden Sachen gegenüberstellen, ne? Oder man den Paper-Trading oder man im Backtest. Ne? Zwei Paper-Trades einfach parallel. Richtig, klar. So einfach. Ja. Weil wir leben nun mal von innovativen neuen Ideen und wollen das nicht machen. Ja, dann würde ich sagen, das werden wir, denke ich, mal beim nächsten Mal irgendwie besprechen. Ihr habt ja genügend Anregungen. Ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt diese ganzen Videos, die Links euch notiert habt. Macht es Sinn, dass ich die nochmal irgendwie zusammenfasse und rumschicke oder nachher vielleicht mal in der
Facebook-Gruppe poste. Ich weiß nicht, wie weit ihr euch das notiert hattet. Wir hatten ja da einiges an freien YouTube-Material da, vor allem von dankenswerterweise von Ottmar da gesehen. Ich weiß nicht, ob ihr die jetzt alle habt. Wenn nicht, dann schreibt mich einfach an. Machen wir so im Chat eine Anmerkung. Ja, posten wäre schön. Ich mache das nachher nochmal in der irgendeiner Skype-Gruppe oder ich schicke nochmal eine Mail rum. Genau. Beim nächsten Mal hänge ich das mit rein. Genau. Oder gleich. Mal gucken, wie ich das mache. Ich hänge die Videos also quasi zusammen. Bitte nochmal. Wir können beim nächsten Mal, kann ja, die Gruppe kann ja mal schreiben. Die könnte ich ja anschreiben. Da können wir ja mal sehen, ob wir uns vielleicht mal nächste Woche mal auf diese Kalenderdinger stürzen, ne? Ja, das denke ich auch. Also wir könnten ja, also ich kann ja mal die Sachen, die wir gerade heute da erwähnt haben, mal zusammenfassen. Und dann wäre es natürlich gut, wenn jeder sich da so ein bisschen einarbeitet. Mhm. Damit wir da mehr auf Augenhöhe da diskutieren können. Die Dinger sind ja hochinteressant, ne? Also. Absolut, klar. Und dann mal bin gespannt, was wir da noch alles rausbekommen. Ja, in dem Sinne, ne? Dann Gruß, wo immer ihr seid. Macht es gut. Dann bis die Tage, ne? Alles klar. Ciao. Danke. Ciao.